Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFM 103.7. Unser Ding. Bremen 4. Das Ding. Enjoy. On3 Radio. Und MDR Sputnik. Late Line. 0800 80 5x5. Lateline.de. Heute mit Jan Böhmermann. Das ist mein Name. Ich begrüße euch recht herzlich am Donnerstag, den 18. Oktober 2012. Mein Name ist Jan Böhmermann. Ihr hört die Late Line. Und es ist Donnerstag, Donnerstag, Donnerstag. Und wie jeden Donnerstag haben wir, bis auf einmal im Monat, wo wir freie Themennacht haben, ein Thema. Und das Thema heute lautet: Was wäre, wenn? Ich möchte mit euch 2 Stunden lang Hypothesen durchspielen. Ich möchte fiktive Geschichten mit euch erzählen. Und ich lege mal 2 Stück vor und ihr könnt anrufen. 0880 5x5. Wenn ihr selber eine Idee für was wäre, wenn habt. Zum Beispiel, was wäre, wenn mein Fuß ein Filmstar wäre? Oder was wäre, wenn Thomas Gottschalk Chef von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung wäre? Oder was wäre, wenn wir heute mit Alta Vista und nicht mit Google googeln würden? Oder was wäre, wenn das Fernsehen nie erfunden worden wäre? Oder was wäre, wenn... Was wäre, wenn? Das so funktioniert es. Ihr gebt eine Geschichte vor und dann können wir entweder den ganzen Abend über eine Geschichte reden oder wenn ihr eine tollere habt, dann reden wir über eine tollere Geschichte. Meine erste Geschichte, die ich heute Abend vorgebe, und ihr könnt gerne dazu anrufen, jetzt schon 0880 5x5. Ihr könnt übrigens auch gerne anrufen, wenn ihr Karten haben möchtet für die große Late-Line-Tour. Und wenn ich gnädig bin, dann bekommt ihr welche. Könnt ihr auch anrufen, 0880 5x5. Die Telefonnummer ist bekannt. Ruft an, wenn ihr folgende Geschichte mit mir weiterspinnen könnt, wollt, dürft oder müsst. Was wäre, wenn Modezar Harald Glöckler neue Bundesbildungsministerin werden würde? Was wäre, wenn Modezar Harald Glöckler neue Bundesbildungsministerin werden würde? 0800 80 5x5 ist die Telefonnummer. Ihr könnt auch im Internet bei lateline.de unser Blog schreiben. Ihr könnt aber auch bei Twitter und Facebook eure Nachrichten hinterlassen und darauf hoffen, dass sie jemand von uns liest. Kleiner Tipp, es tut keiner. Niemand wird diese Nachrichten lesen. Aber ihr könnt sie ja ins Netz schreiben, weil muss ja raus. Bevor der Druck bei euch zu groß wird, einfach raus ins Netz. 0880 5x5. Jetzt gibt's erstmal einen Song und danach hören wir uns wieder mit dem Was wäre, wenn Harald Glöckler neue Bundesbildungsministerin werden würde. Eine neue coole Single vom sehr angesagten Hip-Popper Crow. Der singt einen Song von Ronan Keating. Ist eine Coverversion im Original von Ronan Keating. Und hier ganz toll neu interpretiert von Crow, den ich sehr, sehr gut finde. Der ist richtig einer auf dem Teppich geblieben, einfach cool, cooler Künstler. Life is a Rollercoaster in der deutschen Version von Crow. Und eine Frage, die mir immer wieder aufgestellt wird hier in der Late Line von Fans oder Leuten, die sich als Menschen ausgeben, die Late Line hören. Sag mal, Jan, diesen Song am Anfang, suchst du den eigentlich immer selber aus? Natürlich, ich suche den immer selber aus und es ist immer mein Lieblingssong, Life is a Rollercoaster von Ronan Keating, weil ich finde, das stimmt alles. Sowohl der Text als auch die Melodie, als auch die Stimme des Sängers, da ist einfach alles richtig. Und wenn ich mal Lust habe, mal eine andere Version von Life is a Rollercoaster von Ronan Keating zu spielen, dann eben wie eben diese Version von Crow, auch eine sehr, sehr schöne, ein sehr, sehr schöner Song von diesem sehr angesagten, kultigen Künstler, der, ich glaube, kürzlich in Köln einen Auftritt im Schuhgeschäft hatte. 0880 5x5 ist die Telefonnummer. Was wäre, wenn? Ja, was wäre, wenn zum Beispiel Crow niemals eine Maske aufgehabt hätte? Wäre er dann auch so ein großer Star geworden, wie er jetzt ist? Mit ohne Panda-Maske? Würden die Mädchen reihenweise in Ohnmacht fallen, wenn Crow auf der Bühne stünde? Wenn er keine Panda-Maske auf? Oder würden sie vielleicht sogar noch krasser auf ihn abfahren? Möglich, jetzt ja, aber kann auch sein, dass ihn bis dahin sich keiner für ihn interessiert hätte. Weil Panda-Maske macht attraktiv. 0880 5x5. Was wäre, wenn Harald Glöckler neue Bundesbildungsministerin werden würde? Anstelle von Annette Schavan, Tobias aus Burg Steinfurt. Hallo Tobias. Guten Morgen, Herr Böhmermann. Ja, guten Morgen kann man noch gar nicht sagen, ist ja Abend. Ich bin aber Student. Ach so, bist du gerade aufgewacht? Nee, ich bin gerade in der Uni. Du bist jetzt in der Uni? Du hast aber hast dich, glaube ich, um 12 Stunden vertan. Man muss um 11 Uhr morgens oder vormittags in die Uni, nicht um 11 Uhr nachts. Ach so, aber ich dachte gerade mit dem akademischen Viertel. Fuck, ja, die akademischen 12 Stunden. Shit. Ja, und wie ist es in der Uni? Kalt und dunkel oder ist da noch viel los? Ja, gerade die aktuelle Version von Life is a Rollercoaster gehört und war wieder vollkommen begeistert von diesem einzigartigen Song. Ja, ist ein geiler Song, ne? Ja, einfach nur geil. Also, weil man kann dazu träumen und... Kann ich mir so einen runterholen. Bitte, Tobias. Nicht um diese Uhrzeit. Runterholen sagt man erst um 23.13 Uhr, da muss er noch eine Minute warten. Ja. Oh, das tut mir leid. Ich hoffe, dass jetzt nicht die Medienrechte wieder auf den Trichter gekommen sind. Nee. Das Schöne ist ja, das habe ich öfter schon mal erzählt, ich glaube, es weiß niemand von den Rundfunkgeräten in der ARD, dass es diese Sendung überhaupt gibt. Viele gehen dann morgen ins Bett und dann denken sie, danach ist Radio bestimmt zu Ende, aber die wissen gar nicht, dass hier nachts noch sowas läuft.
Und dann noch bei dem Fernsehen. Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das wird. Ich vermute, es wird unglaublich langweilig. Also für alle Beteiligten. Ich glaube, nach einer Viertelstunde ist die Spannung raus und dann bohre ich mir versehentlich in der Nase, weil ich denke, wir sind halt bloß im Radio. Aber dann, das kann sehr eklig und sehr unangenehm werden. Dann seid ihr ja endgültig so der Domian-Nachmacher. Ja, sind wir ja ohnehin schon so ein bisschen. Also letztlich sind wir ohnehin schon der Domian-Nachmacher. Der einzige Grund, warum es uns gibt, ist, dass hier halt keine Leute anrufen dürfen, die verrückt sind, sondern da müssen die Moderatoren herhalten. Es rufen quasi normale Leute an und die therapieren die Moderatoren. Genau, ich verstehe schon. Ja. Ja, Mensch, Tobias, wie ist die Stimmung in Burgsteinfurt? Habt ihr in Burgsteinfurt eine Uni? Das mag ich gar nicht glauben. Ja, sicher. Universität Burgsteinfurt. Nee, FH Münster. FH Münster. Ach guck mal, du hörst uns in Münster. Wie kann denn das sein, dass du uns in Münster hörst? Da senden wir doch gar nicht terrestrisch, sondern nur über www. Oh my God. Oh my God. I can't. Fuck it. Oh my God, I can barely believe it. Die anderen drei Moderatoren haben es noch nicht rausgefunden. Ich habe schon mit den anderen drei auch schon telefoniert, aber die haben es hier was nicht rausgefunden. Ja, weil wir sind ein bisschen doof. Der mich enttarnt hat. Wir sind so ein bisschen doof. Wir sind ein bisschen doof. Aber einer, also ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. In diesem Fall hat einer jetzt endlich mal rausgefunden, dass du uns übers Internet hörst. Du Schlawinerchen. Ja. Zahlst du denn Rundfunkgebühren fürs Internet? ich bin BAföG-Bezieher. Ach so. Ja gut, wollen wir mal keinen von machen. Nee, du bist jetzt nicht an der Uni, du bist irgendwo zu Hause, oder? Nee, ich bin wirklich in der Uni. Aber um 23.11 Uhr an der Uni Münster, was ist denn da los? Warum habt ihr noch auf da? Ich hab kein Internet zu Hause, also bin ich im Selbstlernzentrum und hab dort bestes WLAN, um die ganzen illegalen Pornos runterzuladen. Das geht an der Uni Münster, kann man illegale Pornos runterladen? Na, also illegale Pornos? Oh Gott, was sind denn illegale Pornos? Fachhochschule Münster. Ach so, Fachhochschule. Was sind denn illegale Pornos? Also legale Pornos kenne ich ja, aber illegale Pornos, das ist ja oh. Dann geht es den strafrechtlichen relevanten Bereich? Nee, Menschen mit Pandamaske und so. Menschen mit Pandamaske? So Tierpornos für Arme, aber das ist wahrscheinlich auch schon also Menschen, eine rechtliche Grauzone. Genau, Tierpornos für Arme, wenn Menschen mit Pandamasken sich gegenseitig durchnudeln. Jetzt kann man übrigens runterholen und sagen, es ist 23.14 Uhr. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Frauen auf Crow stehen. Wollen die Pandas wahrscheinlich rammeln. Und dann denken die Crow, oh, der hat eine Pandamaske. Oh, meinst du, dass Frauen sowas, dass es Frauen gibt mit Panda-Fetisch, also die wirklich auch auf den Panda-Bären stehen? Ja, war das nicht sogar, Charlotte Roach, die es vorhin erzählt hat, sogar, dass Frauen sich danach sehen, dass sie irgendwie von Pferden durchgerammelt werden und Was? Ich weiß nicht. Dass die Frauen sexuelle Gelüste haben. Nee, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass Frauen sich vorstellen. Nee, das würde der ganz passen, dass die sowas sagt. Nee, also ich kann mir das vor allem nicht vorstellen, dass das wirklich ein echtes Gelüst ist. Weiß nicht, ich bin keine Frau, deswegen kann ich nicht beurteilen. Ich halt auch nicht. Ach nicht? Nein. Aber wenn das eine Frau sagt, wird das wohl gültig sein für alle anderen Frauen auf der ganzen Welt. Ganz natürlich, wenn alle, die sind alle gleich. Genau. Alle Frauen sind immer, und alle Männer sind ja auch gleich. Alle Männer sind immer Schweine. Ja, genau. Tobias, darf ich dir darf ich kurz persönlich werden? Ausnahmsweise. Ich habe ein bisschen Kopfweh. Okay. Ja. Und witzigerweise, der Kai, der heute die Technik macht bei der Sendung, hat mir eben auch gestanden, dass er ein bisschen Kopfweh hat. Ich weiß nicht, woran es bei mir liegt. Kai, woran liegt es bei dir, wenn ich mal kurz fragen darf, warum hast du heute Kopfweh? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich habe ich zu viel getrunken. Haben das die Leute jetzt gehört oder habe ich das nur Kaffee. Gehört? Nein, ich rede mit dir. Aber die Leute hören das. Hast du den Kai gerade gehört? Ja, ich habe diesen Kai auch gehört. Du hast mich angesprochen, da habe ich gedacht, ich rede zurück. Ah, du hörst jetzt, Kai, du bist jetzt wirklich auch da. Ich bin auf der Luft. Weil normalerweise sagst du ja sowas, dann höre ich das immer nur. Zum Beispiel, übrigens, Tobias, kann ich auch mal erzählen, wenn Anrufe scheiße sind oder sowas, also Leute, die langweilig sind, dann quatscht mir Kai auch immer aufs Ohr, das könnt ihr dann mal nicht hören, und sagt dann sowas wie langweilig und schmeißt ihn raus, der nervt und so, weil ich das selber dann manchmal nicht merke. Und mir sagt das gleich ins Gesicht oder was? Nee, ganz, wir haben noch gar nicht angefangen. Wir machen erst einen Smalltalk zu Beginn, wir müssen erst mal ins Gespräch reinkommen, Freundchen. Entschuldigung. Möchtest du noch irgendwie deinen Teil vom Smalltalk halten jetzt? Hast du noch Fragen persönlich, dass du ein bisschen warm wirst mit mir? Nee, merke ich schon. Wie lang ist er? Wie lang ist er? Das Lustlasso? Wie lang ist das Lustlasso? Einmal um die ganze Welt und das die hab ich da ausgelöst. Taschen voller Geld. Tobias, was wäre, wenn, ist das Thema heute, und die erste Frage, die ich gestellt habe, was wäre, wenn Modezar Harald Glöckler neue Bundesbildungsministerin wäre? Was wäre dann?
Hast du ein Pferd bei dir oder war das dein Geräusch? Ich persönlich würde auswandern wahrscheinlich. Ja, ich kann mit Harald Glöckler überhaupt nichts anfangen. Harald Glöckler ist einer der schillerndsten Erscheinungen im deutschen Showgeschäft. Der ist Modezar, hat ein riesiges Loft in Berlin und ich glaube, wenn es einen gibt, der prädestiniert ist für den Job der Bundesbildungsministerin, dann wohl Harald Glöckler. Wobei, der könnte bestimmt gut mit Guido Westerwelle zusammenarbeiten, so. Warum? Gleiches Metier und so. Und warum, was meinst du jetzt genau? So die gleiche Zielgruppe, so. Was heißt denn die gleiche Zielgruppe? Ja, also die zwei Homosexuelle unter sich, die würden bestimmt in den Bundestag kommen. Wieso, genau. Warum gehst du jetzt auf Homosexualität? Das hat doch gar nichts damit, ging jetzt gar nicht um Homosexualität dabei. Nein, so meine ich das natürlich auch nicht. Jetzt willst du mich in die Pfanne hauen. Nein, aber Guido Wessel ist ja an sich ja schon eine schillernde Persönlichkeit und. Genau, du hast recht, weil es beide schillernde Persönlichkeiten sind, ne? Deswegen meinst du, das ist die Gemeinsamkeit. Finde ich auch. Genau. Finde ich auch. Ich kann mir vorstellen, dass Harald Glöckler das Bildungswesen in Deutschland revolutionieren würde. Auch dich als FH-Student in Münster würde, glaube ich. Ich bin kein FH-Student, ich bin nur so hier, weil ich kein Internet zu Hause habe. Moment, du bist nicht mal Student und zockst da das WLAN von der FH? Ich habe gewechselt. Wie, du hast gewechselt? Ich habe die Hochschule gewechselt. Wo warst du vorher? Ja, vorher war ich an der FH. Und jetzt bist du? Nicht mehr. An der Uni in Münster. Aber du gehst aber trotzdem noch zur FH, weil die haben nachts auf und man kann umsonst ins WLAN. Genau. Also wirklich. Guck mal, das ist zum Beispiel eine Sache, die würde Harald Glöckler garantiert abschaffen, weil, weißt du, so windige Studenten, die sich da irgendwelche heimlichen Fummelbildchen aus dem Internet runterladen, um 23.19 Uhr an der FH, das ist nun wirklich das Gegenteil von dem, was wir unter Universität oder Fachhochschulwesen verstehen. Das muss doch nicht sein. Machen wir uns nichts vor, so funktioniert das System. Wie, was? Es funktioniert doch nicht so, dass man nachts um 20 nach 11 an der FH sitzt und sich Radio hört, Pornos runterlädt und irgendwie Quatsch erzählt. Und dann noch mit Jan Böhmermann anruft. Und nein. Oh Mensch, Tobias, jetzt lass mich doch nicht hier nicht so hängen. Du musst auch mal ein bisschen was liefern. Ich habe ein bisschen Kopfweh. Mir ist heute nicht so gut. Ja, wie gesagt, mit Harald Glöckler kann ich nicht viel anfangen. Wie gesagt, ich guck den nicht. Ich kenn den nicht. Ich kenne ihn schon, ich bin damals total bescheuert. Ja, guck mal, dann denk dir doch ein neues Was-wäre-wenn aus. Dann können wir das direkt, wenn du das scheiße findest, wenn du meinen Vorschlag doof findest, dann gib doch mal ein neues Was-wäre-wenn an. Was wäre, wenn zum Beispiel alle Menschen zwei Geschlechter hätten? Also wenn alle Menschen unisex wären, sowohl Männlein als auch Weiblein. Wäre die Welt dann besser oder schlechter zum Beispiel? Wie wäre das dann? Die Welt wäre langweiliger auf jeden Fall. Weiß ich gar nicht. Weil wenn alle Menschen sowohl einen Penis als auch eine Scheide hätten, wäre interessant. Also es wäre interessant, vor allem wie dann Fortpflanzung funktioniert, ob man dann beide Geschlechtsteile jeweils, also ob man quasi wie so ein Doppelstecker die ineinander stecken muss. Oder ob es reicht, wenn einer dem anderen das da, ob beide schwanger werden können zum Beispiel. Kann man sich dann auch selbst befruchten? Das ist auch eine sehr gute Frage. Spätestens seit Jurassic Park wissen wir, es gibt Frösche, die können sich selbst befruchten, die sind quasi selbst reproduzierbar und deswegen haben sich ja die Dinosaurier in Jurassic Park am Ende auch selbst vermehrt auf der Insel. Aber das ist natürlich eine Frage, ob sich dann, das wären ja quasi, wenn Hermaphroditen, wenn das, also sowohl Männlein als auch Weiblein, könnten die sich dann, wenn alle Menschen so wären, wie wäre die Welt dann? Das wäre eine bessere Welt. Ja, generell schon. Aber lass uns ins Detail gehen. Die ganzen Geschlechterprobleme gar nicht mehr so. Ja. Aber gäbe es dann sowas wie so ein soziales Geschlecht, also dass man sich quasi sozial einem Geschlecht oder einer Geschlechterrolle näher fühlen würde, obwohl man biologisch eigentlich nur noch ein Geschlecht hat. Gäbe es dann trotzdem sowas wie eine Aufspaltung der Gesellschaft in zwei Geschlechter, also die sozialen Geschlechterrollen, dass sowohl starke als auch schwache, als sowohl nachdenkliche, robuste, also dass man sich trotzdem sowas wie Mann, Frau oder so Gegensätze entwickeln würden, die dann vielleicht nicht so heißen würden. Gegensätze wird es ja wahrscheinlich immer geben. So unter Männern hatten wir auch Gegensätze. Man hat der einen Kasten killen kann in der Stunde, man hat den einen Kasten nicht in der Stunde killen kann. So die Kasten und die killen? Ja. Was heißt denn einen Kasten killen? Ja, eine Kaste hier Paderborner, eine Stunde, 24 Flaschen. Und das ist das so eine Währung für Respekt, ob man einen Kasten killen kann in der Stunde? Ja, unter Studenten noch auf jeden Fall. Ja, unter FH-Studenten Studenten vielleicht, aber nicht unter richtigen Studenten. Da musst du dich auch nochmal umgewöhnen, Tobias. Und so. Tobias, unter FH-Studenten, da killt man noch einen Kasten, aber richtige Universitätsstudenten, die trinken keinen Alkohol, die rauchen nicht mal Haschisch oder Marihuana. Die lernen, denn sie haben einen Bachelor und Master zu machen. Ja, in Regelzeit auf jeden Fall. In Regelzeit. Ansonsten BAföG-Futsch. Ach, und als nächstes klopft der Mann von der GZ. Man hat ein Jahr mehr Zeit. Ja.
Tobias, ich merke schon, das Gespräch lässt sich genauso gespannt, angespannt und aufgeregt zurück wie mich. Deswegen sage ich mal Adieu und vielen Dank, dass du angerufen hast. Das war einer der schönsten Anrufe, die ich in dieser Sendung jemals hatte. Super, wirklich. Ich war wirklich der Erste. Juhu. Achso, du warst der Erste, stimmt. Daran lag's. Ja. Tschüss, Tobias. Jetzt bin ich ganz aufgewühlt. Tschüss. Ich auch, tschüss. 0880, 5x5. Jetzt, und ich habe auch diesen trockenen Husten. Lateline-Fans werden wissen, einmal im Jahr kommt er zu Besuch. Huste der Reizhusten und er ist wieder da. Ich war eine Woche lang heiser. Mittlerweile ist es sowas wie, als hätte ich ganz viele Ärzte da draußen, die sich schon langsam mit meinen Krankheiten auskennen. Ich habe dann so 2-3 Wochen Heiserkeit, also leichte Erkältung und jetzt habe ich diesen trockenen Reizhusten, der nicht weggeht. Und ich fresse Fisherman's Friend und zwar die Weißen wie bekloppt und die sind mir nicht stark genug. Ich habe das Gefühl, dass man sich irgendwann daran gewöhnt, dass es dann überhaupt nichts mehr bringt. Was ist denn da überhaupt drin in diesen Dingern? Zucker, Aromen, Lakritzpulver, Menthol, Eukalyptusöl und Paprikaextrakt, Dextrin, Verdickungsmittel Tragant. Und das Produkt ist nicht empfohlen für Kinder unter 5 Jahren. Mhm. Tragant? Ist das nicht auch ein Auto gewesen? 0880 5x5 ist die Telefonnummer. Was wäre, wenn es nur ein Geschlecht gäbe auf der Welt? Also nur Männer... Mann, nur Mann, Frauen oder Frau, Männer, also Leute, wenn die Menschen 2 Geschlechtsteile hätten, wie wäre das dann? Würde sich tatsächlich sowas rausbilden wie so eine soziale Geschlechtertrennung oder wären wirklich alle Menschen gleich und es gäbe nur unterschiedliche charakterliche Schattierungen? Oder würde man sich trotzdem in Pärchen zusammentun? Würde man sich vielleicht in ganz anderen Konstellationen, da ist das Stichwort dann auch Liebe zu mehreren vielleicht, oder würde das gar keinen Einfluss darauf haben? Wie pflanzt man sich fort unter Unisexlern? Ach, das ist spannend. Was wäre, wenn? Malte aus Sieke. Hey, Malte. Moin. Du bist 17 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dir über dieses Thema sprechen darf. Deswegen hast du nicht ein Was wäre, wenn, ein anderes Was wäre, wenn? Du bist ja noch minderwertig. Minderwertig? Minderjährig. Aber auch minderwertig. Für viele. Für mich nicht, aber für viele auch minderwertig. Oh, das weiß ich jetzt nicht so. Meine Mitmenschen finden mich eigentlich, respektieren mich eher. Das ist gut. Man sollte immer sich gegenseitig respektieren. R-E-S-P-E-C-T, wie ein großer Philosoph in den 90er Jahren mal gesagt hat. Den kenne ich nicht. Der heißt René mit Vornamen und Bobo mit Nachnamen. Ist egal. Malte, ja. Dann gebe ich dir noch ein anderes, was wäre, wenn, das haben wir vorhin schon versucht, was wäre, wenn Harald Glöckler, ist der Begriff Harald Glöckler? Ja, klar. Was für einen Bezug hast du zu Harald Glöckler? Guckst du ab und zu Harald Glöckler Dokus oder bist du da auch, findest du das eher scheiße? Ich finde ihn an sich, wie er sich gibt, finde ich nicht passend für die Gesellschaft. Ja. Ich meine, viele Menschen schauen sich den Quatsch an. Mhm. Also ich tue es nicht, mal um ehrlich zu sein. Aber auf das Thema zurückzukommen, wenn er dieses Amt annehmen würde. Bundesbildungsministerin, ja. Richtig, Bundesbildungsministerin vor allem. Dann würde ich mir schon fast denken, seine erste Regelung ist eine gleiche Schulordnung. Nicht Schulordnung, sondern Schulkleidung. Gleiche Schulkleidung. Ja, und zwar alles pompös, mit Strass, ganz viel Strass. Und Männer und Frauen tragen das Gleiche. Oder Männer müssen ganz enge Strumpfhosen tragen und sonst nichts. Und Frauen, ja, genau. Und Frauen müssen halt in dicken Wollmänteln rumlaufen. Auch im Sommer. Richtig. Aber überall diese Krone drauf, Harald Glöckler, pompös. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ja, also ich wäre von dieser Vorstellung nicht wirklich begeistert. Also, ja. Schuluniform von Harald Glöckler zu tragen, meinst du? Das auch. Mhm. Ich meine, der wird ja wahrscheinlich noch mehr Richtung Mode an Schulen ändern. Mhm, wobei manche Schulen können es gebrauchen. Manche Schulen sehen wirklich schlimm aus. Ja, und auch manche Lehrer können es gebrauchen. Ne? Ich finde, Lehrer sind ja also viele Lehrer sind ja wirklich furchtbar unmodisch. Viele gerade so ältere Lehrer. Junge Lehrer, es gibt ja junge Lehrer und Lehrerinnen, das sind ja teilweise richtig heiße Feger. Die kommen in die Schule, wo man dann denkt, verdammt nochmal, du könntest auch genauso gut ein Abitur... Alter. Ihr habt ja auch heiße Lehrer und heiße Lehrerinnen bei euch. Ja, auf jeden Fall. Aha. Und ist das verboten? Ist das echt verboten? Ich weiß jetzt nicht genau, ich meine, es ist verboten. Also wenn du 18 oder 19 bist, ist dann verboten, mit deinem Lehrer zu knutschen? Oder mit deiner Lehrerin? Ja, das ist wieder was anderes. Ich bin ja jetzt 17, also immer noch minderwertig. Mhm. Also ich dürfte es auf jeden Fall nicht sagen. Also so. Mhm. Ich weiß nicht, was der Schulvorstand davon halten würde. Mhm. Also ich meine, das wäre nicht so gut. Das wäre unvorteilhaft. Ja.
Was wäre wenn, ne? Mein Lieber, du, schön, dass du angerufen hast, Malte. Ich grüße nach Sieke. Liebe Grüße auch an die Kreiszeitung Sieke. Eine ganz tolle, die kenne ich noch von früher. Da habe ich immer gearbeitet, bei der Kreiszeitung Sieke. Habe ich auch gearbeitet. Allerdings als der, der die Zeitung ausgetragen hat. Ach so, ich habe da mal geschrieben für die Jugendseite der Kreiszeitung Sieke. Ja. Ja. Ja, habe ich auch schon öfter mal gelesen. Schön. Dann sind wir uns ja einig. Auf Wiedersehen, Malte. Auf Wiedersehen. Ciao. 0880, 5 mal die 5. Was wäre, wenn? Natürlich könnt ihr auch zu jedem anderen Thema anrufen, ist ja klar. Wisst ihr ja eh, ne? Zu jedem anderen Thema könnt ihr auch anrufen, wenn ihr Karten möchtet, übrigens für die Late Line Live Tour. Jetzt muss ich mal ganz kurz die Daten raussuchen. Die habe ich jetzt, wo habe ich sie? Ich muss mal eben die Daten raussuchen, wann wir wo sind. Für alle Leute, die das jetzt zum ersten Mal hören und die sich sagen, was, Late Line Live Tour? Ja, genau. Am 21.12. geht die Welt unter. Und weil ich der einzige Moderator bin, der sich wirklich so sehr um seine Hörer kümmert. So viel am Herzen liegt, dass es einen Hörern gut geht und dass wir alle zusammen uns nochmal sehen vor dem Weltuntergang. Deswegen machen wir eine Tour. Wir fahren mit dem kompletten Late-Line-Team durch 5 Städte im kompletten Sendegebiet. Die Late-Line gibt es ja in ganz Deutschland und wir sind in Bremen am 22. Ist das richtig? In Bremen am 22.11. geht die Late-Line-Live-Tour los. In Bremen bei Radio Bremen. Dann eine Woche später sind wir in Frankfurt, ist das richtig? In Frankfurt sind wir da? Ach Mensch, Freunde, jetzt, ich muss mal eben ganz kurz hier, ich hab's doch gleich. Ich muss mal eben die Termine, ich habe die Termine noch nicht so richtig mir eingepaukt. Es tut mir total leid, dass jetzt so unprofessionell rüberkommt, aber hey, that's Late Line. Und wenn das auf der Bühne stattfindet, mein Gott, der Moderator sucht nach den Terminen, wo er sich die nächsten Wochen aufhält, dann kann es ja richtig toll werden. Da haben wir's. Am 22. November geht es los in Bremen, bei Bremen 4. Am 29.11. immer donnerstags in Frankfurt, in der Bertramstraße. In Baden-Baden sind wir am Nikolaustag, am 6.12. ist auch ein Donnerstag. Dann sind wir für Sputnik, hallo Sputnik-Hörer, in Magdeburg, der Hauptstadt von Sachsen-Anhalt, dem Land der Frühaufsteher. Ja, die Sachsen-Anhaltiner müssen morgens früh aufstehen, damit die rechtzeitig in der Arbeitsagentur sitzen, um ihr Hartz IV abzuholen. Und am 20.12. erleben wir gemeinsam den Weltuntergang in Hannover am Maschsee im kleinen Sendesaal des Funkhauses Hannover vom Norddeutschen Rundfunk. Ist das nicht schön, dass wir uns alle nochmal sehen, bevor die Welt untergeht? Und Karten könnt ihr bei euren Sendern, bei Enjoy, bei Bremen 4, bei UFM, bei Das Ding und Sputnik bekommen. Werdet ihr noch mitbekommen, es wird verlost werden und man kann gewinnen. Aber auch in der Late Line, wenn ihr am Ende eures Anrufs ganz lieb fragt, dann vielleicht kriegt unser Team einen Spendablen und spendiert euch 2 Tickets für die Late Line Live Tour. Und übrigens, wenn ihr Stammanrufer seid, also Alex oder Svenja oder Psycho Mirko oder sonst wer auch immer, dann seid ihr natürlich extrem herzlich eingeladen, auch vorbeizukommen bei den Live-Terminen in eurer Nähe und dann vielleicht ich würde schon gerne mal auf der Bühne dann euch auch also mal Hallo sagen und so, nicht zu lang. Und es gibt auch da die Möglichkeit für Anrufer und Leute, die Nerven weggedrückt zu werden. Ihr könnt übrigens bei der Late Line Live Tour auch anrufen, 0880 5 mal die 5, die gleiche Nummer wie jetzt. Und dann das Allertollste, könnt ihr auch vor allen Dingen sehen, wie wir alle im Fernsehen aussehen. Denn die ganze Late Line Live Tour wird auch übertragen von 1+. Ich wusste gar nicht, dass es 1+ gibt bis vorgestern, aber es ist ein Sender, der gehört wohl auch zur ARD. Und es ist richtig digital, kommen wir dann rüber und wir senden sogar in brillantem SD. SD steht für Super Cool Definition. 0880, 5 mal die 5. Und in der Leitung ist jetzt ein Anrufer namens Benny. Benny, hallo Benny. Ja, ich grüße dich, hallo. Hallo noch, Benny. Du kommst aus Leipzig? Grüß dich, ja. Ja, hallo Jan. Hallo Benny, ja. Du bist 46 Jahre alt. Ja. Und wir reden heute über das Thema, was wäre wenn. Bevor wir loslegen, genau. Sehen wir uns vielleicht bei der Late Line Live Tour? Also wenn wir, wir kommen nach Magdeburg. Würdest du da auch hinfahren oder ist dir das zu weit von Leipzig aus? Ist nicht so weit, nö. Wäre schon mal interessant auf jeden Fall. Ja, ich finde es auch interessant. Ich würde auch gerne wissen, wie du aussiehst. Ja, dann schauen wir mal. Ja, wieso? Also jetzt gar nicht im sexuellen Sinne gemeint, sondern einfach nur, um sich besser kennenzulernen. Super. Ja, klar. Connecting people. Natürlich. Mein Lieber, es geht ums Thema, was wäre, wenn... was wäre, wenn, du hast ein eigenes Thema mitgebracht, ne? Was wäre, wenn man in seinem Leben etwas anderes gemacht hätte? Stichwort unvorhergesehene Ereignisse. Was ist dir passiert? Ich hatte einen Motorradunfall. Oh. Ist schon eine ganze Weile her. Erzähl mal, ganz, wie lange ist es her? Bestimmt schon 10-12 Jahre. Mhm. Hat aber doch ganz schön mein Leben geprägt. Wie ist das passiert erstmal?
Ganz witzig. Also das hängt jetzt wieder damit zusammen, was wäre, wenn, erkläre ich dann später. Also, ja, später, aber nicht später, nicht in der Stunde, sondern auch gleich. Wir müssen, weißt nee, du, ist klar. Ja, denk klar. Dran, Punchlines. Die Hörer schalten sonst ab. Ich bin von der Autobahn gekommen und noch nach Leipzig reingefahren und dann irgendwann flog mir ein Teil von der Telegabel ins Gesicht. Okay. Was dann zur Folge hatte, dass ich die Balance nicht mehr halten konnte, weil wenn du nur noch eine Telegabel hast von zwei, dann funktioniert das nicht mehr. Genau. Und ich bin also ganz mörderisch irgendwie 20, 30 Meter geflogen. Und ja, und irgendwie sind alle drumherum gefahren. Keiner hat mir geholfen. Was? Ja. Warst du denn schwer verletzt? Hinterher wusste ich es dann. Ich hatte zwei Rippenbrüche und sah ziemlich blutig im Gesicht aus. Okay, trotz Helm. Na, trotz Helm, ja. Mhm. Hat aber keinen interessiert. Hat bloß einer mal ganz kurz angehalten. Hast du was getan? Und ist dann gleich weitergefahren. Ah, okay. Und dann hast du selbst den Krankenwagen rufen müssen, oder was? Nee, ich habe dann faktisch, das war eine ziemlich belebte Straße mit Straßenbahnschienen. Ich habe dann nur irgendwie Panik gekriegt, wenn jetzt die Straßenbahn kommt und du musst das Motorrad wegkriegen. Und da habe ich das faktisch an Straßen angeschoben. Also du warst, um es mal festzuhalten, es war zwar ein Unfall, aber du warst jetzt nicht so... es war nicht so krass, dass du da wirklich bewusstlos und richtig. Also es war ein leichterer. War sehr interessant, aber es war aber ein leichterer Unfall. Also es gibt ja wirklich richtig schlimme, schwere Verletzungen, Koma und schlimme. Nee, gar nicht. Okay. Aber wie hat das dein Leben verändert? Warum, was wäre, wenn? Das hängt damit zusammen, also ich habe dann da. Also ich habe das Motorrad rübergeschoben, da kam noch eine Frau an, ist in ihr Haus reingegangen, hat mich blutig gesehen, hat sich auch nicht für mich interessiert. Mhm. Und da habe ich mir dann halt gedacht, also irgendwie dann Monate später, also nicht in dem Moment, Monate später habe ich mir gedacht, was machen die Leute eigentlich hier? Da liegt jemand da oder ja, ist blutig und schleppt sich zum Straßenrand und niemand hilft, niemand macht was. Ja. Na, und da habe ich mir dann so gedacht, ziemlich seltsam, was machen die Leute? Und das hat sich dann faktisch immer weiter in meinem Leben fortgepflanzt. Also du hast quasi angefangen darüber nachzudenken, warum haben mir die Leute nicht geholfen? Was soll das? Genau. Ja. Und dann habe ich drüber nachgedacht, wie gehe ich mit den Dingen um? Mhm. Und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir dann so irgendwann überlegt, ja, genau der Punkt, was wäre, wenn? Was wäre, wenn du in diesem jenen Moment etwas ganz anderes gemacht hättest? Oder was wäre... Also du hast quasi, wenn man das zusammenfasst, du hast ab dem Moment deines Unfalls angefangen, dein Leben bewusster zu leben und deine Handlungen und die anderer Leute mehr zu hinterfragen. Richtig. Interessant. Obwohl dir nicht viel passiert ist, sondern einfach nur, weil das quasi als... du hast gedacht, warum haben mir die Leute nicht geholfen? Hilfst du denn heute Leuten mehr? Auf jeden Fall. Ja. Du hast Zivilcourage. Auf jeden Fall, weil ich eben gemerkt habe, du liegst da total scheiße da und niemand hilft dir und ist irgendwie eine scheiß Situation, sag ich mal. Ich hätte mich gefreut, wenn jemand gekommen wäre. Ja. Na? Und in dem Fall war es halt nicht so und ich habe dann mein ganzes Leben dann im Nachhinein in der Hinsicht ausgerichtet, was wäre, wenn... Ach mal, das ist immer eine sehr schöne Geschichte und sehr schöne, also trotz tragischem Anfang, aber natürlich eine sehr schöne Schlussfolgerung daraus. Ach, was wäre, wenn? Toll. Vielen Dank für deinen Anruf und ich wünsche dir einen schönen Abend noch. Einen Gruß nach Leipzig, ne? Ich danke dir auch. Tschüss. Ciao, tschüssi. 0880, 5x5. Was wäre, wenn? Robin aus Bremerhaven. Hello, Robin. Ja, moin. Moin, wie geil die das? Mega geil, ne? Ja, mega geil. Du kommst aus Bremerhaven? Ja. Der kleinen hässlichen Schwester von Bremen. Ja, ich bin aber nur zugezogen. Ne? Ja. Bremerhaven ist eine Stadt, aus der man kommt, nicht in die man zieht. Ne? Aber ich bin nur zugezogen. Ja, ja, aber wieso? Was verschlägt dich nach Bremerhaven? Ich habe eine Ausbildung hier bekommen. Ja. Oh, bekommen und hast du die immer noch da? Ich habe die immer noch da, bin noch fleißig dabei. Aber mit 22 eine Ausbildung zu machen, Robert, ich entnehme meine Informationen über dich, dass du 22 bist, ist natürlich relativ spät, oder? Ja, geht noch. Man macht ja erst Abitur. Ach so, nach dem Abi. Okay, was machst du denn für eine Ausbildung, wenn ich fragen darf? Noch ein Jahr Zivildienst. Ich mache eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Okay. Also Krankenschwester in männlich quasi. Ja, weil du es willst oder weil du es musst? Oder ist es wirklich ein... Warum? Nee, eigentlich, weil ich es will. Mhm. Also ich hatte ja ein Jahr lang Zivildienst und das passt eigentlich ganz gut zu mir. Wo kommst du ursprünglich her? Aus Westerstede. Ach so, ja, das ist ja dann nun nicht so weit. Nee, ist um die Ecke. Ein Katzenwurf. Ist ein Katzenwurf. Ja.
Ach Mensch, also ich wäre gerne mal wieder in Bremen oder Bremerhaven. Ich hab mich gestern Abend mit einem Kollegen unterhalten, der auch zufällig aus einem Bekannten, den ich gestern Abend kennengelernt habe, der zufällig auch aus Bremen kam, und da haben uns den ganzen Abend über Bremen-Marsel unterhalten. Kennst du Bremen-Marsel? Das ist ein Stadtteil in Bremen. Also ein Stadtteil in Bremen, ich sag mal so sozialer Brennpunkt, und zwar schon immer gewesen. Hat man irgendwie mal in den 60er Jahren auf die grüne Wiese einen Stadtteil gesetzt und alle Straßen nach schwedischen Städten benannt. Und das ist, da haben wir uns über Marsel unterhalten und wo man hingehen darf und wo man nicht hingehen darf und wie sich das verändert hat in den letzten Jahren. Schade. Auch wenn jemand über Bremen-Marsel, was wäre, wenn Bremen-Marsel der Elite-Stadtteil von Bremen Nord oder von Bremen geworden wäre? Da würde ich mich auch gerne mal drüber unterhalten. Überhaupt über Bremen würde ich mich, aber egal, es ist nicht eine Sendung, die läuft in ganz Deutschland, besser nicht. Robin, so, was wäre, wenn Energie nichts mehr kosten würde? Was wäre, wenn Energie nichts mehr kosten würde? Das ist dann, was wäre, wenn? Genau, das ist nämlich die Frage. Ja, was wäre dann? Das ist eine gute Frage. Also das heißt, wenn der Staat beschließen würde, Energie ist kostenlos. Ja, jetzt ist es ja wieder in den Medien, es wird teurer und alle haben Feuer nach Fukushima, Atomkraft, nee, ja. Möchte ich nicht. Und jetzt wundern sich alle, dass wieder alles teurer wird. Ich habe nämlich vorgestern meine, ich sag mal, Stromrechnung im Briefkasten gehabt. Ja, und ich wohne ja noch nicht lange hier. Mein Durchlauferhitzer habe ich nämlich in der Dusche und habe ich letztes Mal drauf geguckt, der hat 24 Kilowatt. Oh. Und da habe ich mich richtig gefreut. Ja, 600 Euro, ne? 600 Euro fürs Jahr, Stromrechnung. Ja. Das ist ganz schön saftig, ne? Für so ein Bist du Single im Haushalt? Ich bin Single. Ja, das ist ganz schön viel für ein Jahr. Das stimmt. Oder hast du viel auf den Rechner laufen oder so? Ja, nur. Wirklich, ne? Ja, ab und zu. Also machst du den Rechner noch, machst du den Rechner noch aus oder läuft der die ganze Zeit durch? Läuft die ganze Zeit. Wirklich, ne? Ich habe auch. Es ist glaube ich, nicht gut, aber ich habe mir auch abgewöhnt, den Rechner auszumachen aus irgendwelchen Gründen. Nee, ist auch schädlich für den Akku. Einfach gleich ans Stromnetz und einfach nur laufen lassen. Ab und zu immer nochmal duschen, 20 Minuten lang. Und das summiert sich dann auch im Jahr natürlich. Ne? Ja. Ach, interessant, dass der Rechner. Was wäre, wenn man den Rechner mal ab und zu ausschalten würde? Aber ich schalte wirklich nur aus, wenn ich im Urlaub bin oder sowas, wenn ich ganz sicher bin, dass ich ihn nicht brauche. Es dauert ja auch ewig, um das Ding wieder hochzufahren. Ja, und man kann auch von unterwegs drauf zugreifen, wenn er läuft halt. Ne? Wenn man irgendwie beruflich unterwegs ist, kann man natürlich mal eben schnell was gucken über einen Server. Irgendwelche Dateien oder sowas, die man braucht, kann man dann ja schön von Ferne ansteuern, wenn der Rechner zu Hause läuft. Das stimmt natürlich. Ja. Ja, was wäre, wenn Energie nichts mehr kosten würde? Ich meine, dann müsste der Staat das ja alles regeln. Würde der Staat dann sich darum kümmern, dass wir regenerative Energieerzeugung fördern würden, oder würde der Staat dann den billigsten Strom nehmen, weil er das selbst bezahlen muss für alle Leute? Also würden dann mehr Atomkraftwerke existieren oder weniger? Ich glaube, dann würde ich noch ein paar mehr aufbauen, aber dann gibt es wieder ein paar, ein paar Streiks von der Bevölkerung aus. Ne? Es ist die Bevölkerung streikt dann, ja. Ja. Mhm. Ich weiß es auch nicht. Also es ist auf jeden Fall schwierig, aber... Ja, mein lieber Robin, schön, dass du angerufen hast. Ich habe nämlich hier gerade den Nächsten in der Leitung. Der ist zwar 15, macht aber nichts, aber der stellt die Frage aller Fragen. Und deswegen muss ich ganz kurz wechseln von Bremerhaven nach Kassel. Schönen Abend noch, mein Lieber. Ja, ne? Tschüsschen. Gilvan. Servus. Gilvan, erstmal schöne Grüße von Robin. Der kommt aus Bremerhaven. Ihr kennt euch nicht, aber ich soll dich grüßen von ihm. Ja, gerade vor dir angerufen. Du hast eine sehr tiefe Stimme und eine sehr starke Präsenz in den wenigen Grunzlauten, die ich bislang von dir gehört habe, für einen 15-Jährigen. Woran liegt das? Ich habe keinen Plan. Ja. Einfach, keine Ahnung, meine Stimme. Doch, es fällt auch gerade schon wieder alles in sich zusammen. Egal. Gilvan aus Kassel, du bist 15 Jahre alt und du stellst jetzt wirklich eine der schönsten Was-wäre-wenn-Fragen. Stell doch mal. Was wäre, wenn Tupac nicht tot wäre? Was wäre, wenn Tupac nicht tot wäre? Was wäre, wenn Tupac Shakur nicht gestorben wäre? Ich wollte nur mal kurz sagen, mir wurde gerade gesagt, dass du Rap über alles hast. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Also hat mir die Dame da davor gesagt. Bianca hat es gesagt, ne? Ja. Bianca hat dir gesagt, dass ich Rap hasse? Wenn es die Dame ist, dieses kleine Miststück. Die weiß genau, ich bin der größte Rap-Fan aller Zeiten. Ja, ich glaube eher, also man spielt wieder den Kasmus, aber ich glaube eher, dass du nicht Rap hast, sondern Rapper. Nee, ich bin Rap-Fan und ich liebe Rapper, alle. Und am allermeisten natürlich Tupac. Ich hab hinten auf meinem Steiß das Gesicht von Tupac und hier, Dingsbums. Biggie. Genau, der andere hier. Ich hätte fast Puff Biggie gesagt,
weil ich nebenbei hier eine E-Mail gelesen habe und dann die Wörter in meinem Kopf durcheinander gekommen sind. Ich habe Biggie und Tupac hinten auf meinem Steiß tätowiert, dass immer beim Sex derjenige, mit dem ich Sex habe, Tupac und Biggie sieht. Nee, ich glaube einfach, so Leute, die Rap hassen, also ich kann es nicht verstehen, zum Beispiel jetzt, ich höre nicht gerne Schlager, aber das heißt nicht gleich, dass ich ganz Schlager hasse. Also ja. Wenn da was Gutes läuft, dann höre ich mir auch an und gebe dann auch meine objektive Meinung. Ja, also ich glaube eher... Was wäre denn, wenn Tupac Shakur nie gestorben wäre? Ich glaube, dass es in Deutschland jetzt nicht der Rap wäre, den wir gerade hören. Ja, das stimmt. Wie wäre der Rap in Deutschland, wenn Tupac nicht gestorben wäre? Wäre er härter? Wäre er krasser? Wäre er rappiger? Ich glaube, er wäre nicht so von Tupac geprägt, sagen wir es mal so, weil... Ja, das stimmt, weil durch den Tod hat er natürlich viele Leute inspiriert. Ja, nicht nur inspiriert, also viele haben dann auch versucht nachzuahmen mit diesem Tagleif, also... Wer denn zum Beispiel? Also, wenn man jetzt mit dem Tagleif da beachtet, diese Marke wurde so versaut von diesem Haftbefehl und Farid Bang und... Ja. Richtig versaut. Und auch von Bushido, der hat ja auch immer von Gangster-Scheiß und weiß das nicht was. Ja. Givan, ich sag immer, viele wollen rappen, viele wollen chatten und rappen, ne? Von Hamburg bis Meppen, bauen Tracks in Ketten und wollen ohne Rucksack tracken. Weißt du, so viele Rapper und Rabletten tun weh und ich brauche Tabletten, wenn ich meinen Heimsee und von Fernweh beinahe eingehe. Weißt du? Weil labert wer Kack trägt, nehme ich seinen Platz weg und ich hab zwar Styles auf dem Konto, doch das heißt nicht, dass ich am Dutch spare. Ich gehe tief, wenn ich einmal weise Rap aus dem Boden ziehe und wieder hoch, wenn ich mit dem Flügel meiner Lunge fliege. Statt Schatzschlüssel habe ich einen Dietrich an meinem Schlüsselbund, so betrete ich die Tür zum Erfolg und sprung in der Schüssel und Stars strecken Beats wie Fans Hände, klauen Ideen wie Crash Dennis Autos für Crash ohne Ende. Gelen ihre Haare, während sie Tracks glätten. Ich stehe auf krause Locken Beats, die wie Ecke fett sind. Und Jans gleich ein Elefant, ich mach draus ein Stück führenden Rap zum Porzellan, Ladscherben bringen Glück. Wenn ich dir mal wirklich... Word. Dynamite! Hey, wenn mal... Was? Wenn ich dir mal wirklich einen Rapper empfehlen dürfte... Ja, also gerne. Der ist wirklich drauf, weil es gibt zwei Stück. In Deutschland jetzt so eine Genetik, ich weiß nicht, ob du den kennst. Genetik, schreibe ich mir mal auf, wie schreibt sich das? Genetik. Wie man spricht, ne? Genetik, also Genetik. Doppel-K am Ende. Mit Doppel-K am Ende, cool. Und? Mhm. Und? Und der Boss. Und der Boss, mhm. Der Boss, Azad. Ja, mein lieber Givan, ich grüße Kassel. Vielen Dank für dein Was-wäre-wenn-Tupac nicht gestorben wäre. Dann hätten wir dieses Gespräch nie geführt. Schade. Ich sag nur zum Schluss, weil ich Tracks übel an, nicht Hits statt in der Klapsmühle, ne? Spiel lieber mit Worten statt Schach, wenn ich mich matt fühle. Was? Ja, für neue Wege öffne ich Schranken. Also nicht, ich meine jetzt nicht als BGSler, weil ich immer noch keine. Werfen wir noch Meilensteine, doch weil es mir nichts gibt, zwanghaft Missstände zu benennen, übe ich mir Rap als Kritik. Hohes Niveau macht Sinn, doch das zu halten kein Thema. Liebe von Stylesman wie Künstler von der GEMA. Typen sind spitz auf Hits und Frauen feucht wie ein Händedruck. Besonders wie meiner, wenn ich Geld mache und in die Hände spuck. Doch ich brauch keinen Chartschrauber und den ganzen Hackmack. Versuch nicht anders zu sein, als ich bin, was ich keinen Zweck hat. Ich vertrete meine Meinung, gepresst auf Vinyl, nicht auf Seite 3 in der Zeitung. Doc, 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 wer ist da? Dennis da. Gäb's keinen Rap. Givan würde ich breaken wie ein Ass, doch nicht als Tennis da. In diesem Sinn, gute Nacht, tschüss, ne? 0880-5x5 ist die Telefonnummer. Was wäre, wenn? Ihr hört die Late Line mit Tupac Shakur und Biggie Small. Es ist 10:45 und es ist immer noch Donnerstag. Donnerstag. Dennis aus Langenhagen. Nein, du bist nicht der Dennis, oder? Wer ist denn der Dennis? Crash Kid Dennis oder Daniel? Dann eher Daniel. Okay, bist du nicht aber, ne? Nee, bin ich nicht. Mhm. Und kommst du aus Langenhagen bei Hannover? Na, Ria. Cool. Ist eine coole... Ja, bei dir alles klar? Was hast du? Bei dir alles klar? Ja, Entschuldigung, eine Allergie gegen Hannover. Ich muss immer niesen, immer wenn ich Hannover höre oder an Hannover denke, muss ich niesen. Das ist ganz schlimm. Ist das jetzt gut oder schlecht? Nee, gut. Ist gut. Das ist ein Zeichen dafür, dass mich was berührt. In dieser kaltherzigen Welt berührt einen ja so wenig heutzutage. Aber es berührt mich. Wenn ich an Hannover denke, muss ich niesen. Eine Kathedrale, Kerze und Herz und so, ne? In meinem Herzen, in meiner Kathedrale brennt ein Herz. Ja. Hä? Dennis, erstmal vorweg, warum bist du mit 27 Jahren noch oder schon wieder in Langenhagen? Ich bin hier geboren. Und du bist da geblieben? Also ich bin in Hannover geboren, aber lebe mein ganzes Leben schon in Langenhagen. Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Ich bin bei VW. Ach, guck mal. Aber in Langenhagen oder in Wolfsburg? In Stöcken, in Hannover quasi. Ah, okay. Woran baust du? An welchem Produkt? Porsche Panamera und T5.
Hallo, hallo. Kannst du da irgendwie Prozente organisieren? Nicht für mich, sondern für unsere Late-Line-Hörer? Keine Ahnung, alle 20% auf Porsches? Ja, klar, bestimmt. Kannst du organisieren? Ja, kommt einfach morgen mal zum Werk und... Zum Werk und du stehst dann am Tor und verteilst Porsches. Fragt einfach mal nach Dennis am Werk. Da gibt's nur einen. Fragen wir mal fragen. Dennis hat gesagt, wir kriegen 20% auf alle Porsches. Genau. Bitte nach Dennis fragen. Ja, bitte. Dankeschön. Ein schöner Tipp. Weil, weißt du, die Leute lieben das, wenn die ab und zu mal eine schnelle Mark machen können. Mhm. Was wäre, wenn, ist ja unser Thema heute. Möchtest du zu einem Was wäre, wenn der letzten Minuten was sagen oder möchtest du ein neues Was wäre, wenn starten oder möchtest du über was ganz anderes reden? Kann auch sein. Also eigentlich will ich was ganz anderes. Ach so, erzähl mal. Weil ich brauche Karten für Hannover. Für unsere Late-Line-Live-Tour. Genau. Am 20.12. Ja, dann schreibe ich das mal eben einmal auf. Du musst gleich, wenn wir das Gespräch beenden, musst du deinen Namen und deinen Nachnamen bei unserer Bianca oder beim Tarek hinterlegen. Und dann kommst du auf die Gästeliste. Plus eins, mein Lieber. Plus, weißt du schon, wen du mitnimmst? Ja, weiß ich. Eine Frau oder ein Mann? Ein Mann. Oh, cool. Du, ach, jetzt sehe ich hier gerade. Ich sehe hier gerade was. Stichwort, also du kriegst auf jeden Fall natürlich gerne Karten. Ich sehe hier gerade vor mir eine Rechnung für einen VW. Ich habe eine Zeit lang mal erzählt, dass ich ein bisschen Probleme habe mit meinem Zweitgolf, dass es der Motor ausgetauscht werden musste. Und jetzt habe ich so eine Rechnung zugeschickt bekommen und diese ganze Kulanzverrechnung und so. Ich habe dann doch, guck mal, Kilometerstand 71.856, Motor im Arsch. Nach 71.000 Kilometern Motor im Arsch beim VW. Ich fahre BMW und da hatte ich über 130.000 auch einen Motorschaden. Ja, aber 130.000, das sind noch 60.000 Kilometer weiter. Und 70.000 Motorschaden beim VW, das kann doch eigentlich nicht sein. Ja, musst du das jetzt selber zahlen? Oder wie? Nee, ich habe eine Kulanz bekommen von 70% auf den Einbau, 80% auf den Motor und muss jetzt aber trotzdem noch zahlen 1.700 Euro oder so. Also richtig viel Geld. Ich überlege, ob ich das einfach gar nicht zahle. Ja, das ist immer eine gute Idee. Dann mache ich das immer richtig gern dann. Ja, und die Rechnung und die Mahnung einfach nicht mehr aufmache und dann irgendwann, wenn die Mahnung zu viel kommt und der Gerichtsvollzieher kommt, einfach umziehe. Weißt du, ich ziehe einfach so, woanders hin. Mietnomade. Ich bin Mietnomade, ja. Ich bin Mietnomade. Die sind sehr beliebt. Ja, aber ich meine, warum nicht? Man kann es ja machen. Man kann ja einfach, man kann sich vor seinen Verpflichtungen einfach drücken, indem man vielleicht auch ein neues Leben auf Mallorca anfängt. Ich hab überlegt, ob ich vielleicht ein Michael-Wendler-Fancafé auf Mallorca aufmache. Ja, ich habe doch schon gelesen, was ist denn mit dem Wendler los? Also irgendwas, ich weiß gar nicht, worum es geht. Nur alle schreiben irgendwie, lass dich mit dem Wendler in Ruhe. Und ich weiß auch gar nicht, was da los ist. Irgendwas mit dem Wendler. Ich weiß auch nicht, was soll mit dem Wendler sein. Ist ein sympathischer, auf dem Teppich gebliebener Schlagerstar, der seine Fans liebt wie kein zweiter. Und ich glaube, es ist eine gute Idee, ein Wendler-Fancafé auf Mallorca aufzumachen. Weil ich meine, guck mal, die Wendler-Crowd ist auf Mallorca, wenn sie nicht in Deutschland irgendwie, keine Ahnung, im Altenheim oder in der Fußgängerzone rumlungert und Leute abzieht, dann hört sie halt auf Mallorca Wendler. Und wenn man dann Wendler-Fancafé aufmachen würde, dann könnte man quasi die ganzen Wendler-Fans von der Insel im Sommer da mit Wendler-Merchandising und Wendler-Bier und so. Ja, wollen die auch vielleicht aus Deutschland weg auf Insel? Ich würde das Fancafé vielleicht sogar irgendwie vielleicht den Wendler-Block nennen oder sowas. Das ist eine coole Idee. Der Wendler-Block, gute Idee, Wendler-Block. Wendler Island, vielleicht nennen wir Mallorca auch gleich um. Oder Wendler Island, so ein Wendler Freizeitpark mit so verschiedenen Themenbereichen. Ja, hatte nicht hier dieses, wie heißt das da bei Berlin, dieses, Potsdam? Brandenburg? Nein. Brandenburg, das heißt, bei Berlin heißt Brandenburg. Dieses Tropical Island. Genau, das meine ich. Wendler Island. Ja, genau. Die hatten auch schon mal Insolvenz angemeldet, die brauchen noch Geld. Und Insolvenz hat ja Wendler auch schon mal angemeldet, das ist eine Verbindung. Und dann könnte man da man könnte Wendler Island, das Schwimmbad voll machen mit Singles von Wendler und dann könnten die Leute in Singles von Wendler baden, in CDs. Muss man aber aufpassen, dass sie sich vorher Schutzanzüge anziehen, weil die ja relativ scharf sind, glaube ich, so viel. Das ist eigentlich auch meine geheime Sex-Fantasie. In Wendler CDs, badend onanieren. Unbedingt. Mhm. Nicht schlecht. Naja, aber es ist schön, dass wir eine Perspektive, was wäre, wenn man ein Fancafé von Michael Wendler Fancafé auf Mallorca aufmachen würde. Meinst du, ob Michael Wendler dann Geld von einem haben möchte? Nein, der ist so bescheiden. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Nein. Weil ich weiß, der Wendler weiß, ohne seine Fans geht gar nichts. Und der weiß, ohne seine Fans wäre er ganz klein. Ich glaube, der würde kein Geld von einem wollen. Kann ich mir nicht vorstellen. Der weiß auch, wo er herkommt. Ja. Und wenn er Geld wollen würde, dann nicht mehr als 100.000 Euro. Also von jedem jetzt. Von jedem, genau. Ja.
von jedem, der einen Wendler Fancafé aufmachen möchte. Mhm. Aber erstmal Vorkasse, natürlich erstmal Vorkasse und dann wird weiter verhandelt. Also wir machen da richtig so ein Franchise raus, ja? Ja, so wie Starbucks. Ja, oder es gibt ja noch andere, Subway oder... Subway, jetzt hast du die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunkmoderators, indem du andere Marken nennst? Also ja. Das ist nun wirklich... Weißt du was, ich finde das wirklich total albern, dass man immer, wenn man, ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt, auch wenn man das in der ARD immer sagen muss, wenn man Starbucks sagt, dass man dann auch gleich Voltorn sagen muss, das ist ein anderes Kaffee. Weil ich sage ja nicht Starbucks, weil ich Geld von denen bekomme oder Werbung von denen, sondern weil die einfach, die sind einfach da. Man kann ja auch Aldi sagen, ohne dass man Lidl oder Netto sagen muss. Man könnte in dem Zuge auch gleich mal Glump nochmal sagen oder so. Glump, ja, Glump, Drunk and Awake. Da muss ich aber aufpassen, das darf ich nicht mehr sagen, weil es gibt Ärger dann. Oh. Ich habe momentan da Probleme mit dem Rundfunkrat, weil die haben mir bizarrerweise sowas wie Schleichwerbung unterstellt. Ja, aber ich habe es ja gesagt. Du sagst ja nur, ich soll es nicht sagen. Ja, weil die haben gesagt, ich mache Schleichwerbung. Ich habe aber nur gesagt, das ist gar keine Schleichwerbung, sondern ich sag den Namen des Getränks Glump, Drunk and Awake, auch als Glump Zero, ohne Cola und als Glump Light ohne Alkohol. Gibt es Glump Glump nur Alkohol? Es gibt Glump Glump, ja, nee. Das ist Glump Plus. Glump, das ist Glump Light, nur Alkohol. Und Glump Zero ist nur Cola. Oder umgekehrt, weiß ich nicht genau, habe ich verwechselt. Egal, auf jeden Fall haben die gesagt vom Rundfunkrat von der ARD, Jan, Herr Böhmermann, hören Sie bitte auf, Glump zu sagen, weil das ist ja Schleichwerbung. Ich habe gesagt, nee, ist nicht Schleichwerbung, weil ich sage ja nur die Marke und die Leute können ja selber entscheiden, weil wir sind ja mündige Bürger, ob sie das Produkt nun kaufen oder nicht. Für 7 €. Haben Sie das mal so gesagt oder schon mit erhobenen Zeigefinger? Nee, mit erhobenem Rechtsanwalt haben die das gesagt. Die haben den Rechtsanwalt hochgehoben und dann haben die gesagt... Und wenn sie nicht spuren, dann werfen wir diesen Rechtsanwalt nach ihnen. Und da habe ich Angst bekommen, weil das Reinhard Birkenstock war, der dicke Rechtsanwalt. Nicht dick, aber sagen wir mal kräftig gebaut. Den kenne ich nicht. Ja, das ist der Kachelmann gerade verklagt, weil er und Kachelmann zusammen ein Wendler-Café aufmachen wollten auf Mallorca und sie sich über die finanziellen Details nicht einig wurden. Ich kenne die Story von dem Wendler nicht. Ich habe nur gesehen, dass jeder sich irgendwie beschwert, dass er das nicht mehr hören kann. Aber ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich auch nicht. Ich erzähle einfach albern, auch nur Quatsch. Alles. Albern. Man muss nicht wissen, worum es geht, wenn man... einfach mitreden. Genau. Hier kommt gerade übrigens ein schöner Vorschlag aus dem Internet, wie wir das den Wendler-Freizeitpark nennen können. Wir sollten ihn Wendland nennen. Wendland? Wendland ist doch eine brillante Idee, oder? Wendland gibt es doch schon. Also ja. Dann fahren die alle woanders hin. Dann meinst du, dass sie den auch mit erhobenem Rechtsanwalt gegen uns klagen würden, wenn wir das den Wendler-Freizeitpark Wendland nennen würden? Ist Wendland nicht, ist das nicht irgendein Moderator bei irgendeinem Radiosender? Der heißt doch Wendland. Und noch, was mich noch viel mehr interessiert, kann es eventuell sogar sein, dass all die Jahre der reststrahlende Atommüll in Michael Wendler vergraben wurde und nicht im Wendland? Und der läuft jetzt aus. Und da hat jetzt in mehrere Fässer in... Michael Wendler haben angefangen zu lecken und deswegen läuft da jetzt die strahlende Suppe aus und er hat Ärger mit RTL. Ja, ich habe auch schon seit Jahren gelesen, dass der Herr Wendler gar nicht benutzt werden sollte eigentlich. Wendler sollte nicht benutzt werden? Für den Atommüll. Sollte man nicht machen, ne? Ja, man hat schon vorausgesehen, dass das alles so endet und jetzt haben sie den Salat. Man sollte den Atommüll lieber in einer Andrea Berg verbuddeln. Ganz tief in einem Andrea Berg drin. Oder in Crow. Oder in Crow. Wie findest du Crow persönlich? Persönlich habe ich ihn noch nicht kennengelernt. Aber so als Star, als Idol für dich? Also ich sag mal, es gibt Schlimmere. Mhm. Also es gibt ja meist immer Schlimmere, aber... Ja. Wenn Gaddafi gesungen hätte, wäre er schlimmer gewesen als Crow. Wer? Gaddafi. Ja. Kennt man auch nicht mehr, ne? Nee. Hat einen letzten großen Auftritt gehabt, nackt aus dem Abflussrohr und das war's dann. Ende aus Mickey Mouse. Nicht mal so viel Show irgendwie wie Hussein oder so. Ja. Das war schon echt arm. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht hier den Bogen überspannen, weil nach Fest kommt ab und der Rundfunkrat kann sein, dass er... doch nochmal wach ist. Dass er doch noch wach ist, sodass er noch aufwacht. Noch auf Winkel muss nachts und dann sagt er, hier, ich kann nicht mehr einschlafen, genau. Mach mal Radio an. Es drückt ein bisschen unten rum und dann wird nachts nochmal aufgestanden, weil die Granofink vergessen wurden vom Einschlafen und dann auf einmal wird das Radio gehört und dann wundert man sich schon, was ist denn das da, was wird denn da erzählt? Meine Güte. Das so, Ja, schön, dass ich in deiner Anwesenheit monologisieren durfte, Dennis. Dann bleib bitte dran, dann hinterlässt du deinen Namen bei der Bianchi und bei dem Tarik. Und dann sehen wir uns in Hannover am 20.12. und feiern gemeinsam in den Weltuntergang hinein. Ich bin in freudiger Erwartung. Ja, bring einen Helm mit, falls es allzu schlimm wird mit dem Weltuntergang. Ja, ich war bei der Bundeswehr, ich habe meinen Helm noch hier. Hast du den Helm mitgenommen? Durfte man das? Ja, ich hatte zwei. Was? Warum das denn? Weiß ich auch nicht.
Warum habe ich auch noch eine Gasmaske? Das ist alles ganz komisch. Und was macht dieses Maschinengewehr hier bei mir im Kinderzimmer? Ja, warum liegt hier nicht Stroh? Warum liegt hier eigentlich Stroh, Dennis? Ja, dann mir noch ein. Tschüss. Adieu. Tschüss, Dennis. Bis zum 20. Bleib bitte dran, ne? Ja. 0880 5 mal die 5. Was wäre, wenn man bei der Bundeswehr einfach alles Material, was man da zur Verfügung gestellt bekommt, mitnimmt hinterher, wenn man weg muss? Eigentlich eine gute Idee. Ich habe mich mal eine Zeit lang in meiner Jugend von Bundeswehrkeksen ernährt, die ich in einer Kiste gefunden habe, in der Nähe der Kaserne in Schwanewede, in der Nähe von meinem Heimatort. Achtung, Achtung, Freunde, jetzt gibt's gleich eine Verkehrseinmeldung. Erstmal wird gepiept. Achtung, Achtung, Autofahrer, hier ist der Enjoy Verkehrsservice mit einer Eilmeldung für die A2 Berlin-Hannover zwischen Ziesar und Thesen. Fußgänger in beiden Richtungen auf der A2 Berlin-Hannover, zwischen Ziesar und Thesen, Vorsicht in beiden Richtungen, da sind Fußgänger auf der Fahrbahn, bitte äußerste Vorsicht, vielen Dank. 0880, 5x5, Paul aus Helmstedt. Jo. Hey, guck mal, jetzt haben wir fast nur Orte, die an der A2 liegen. Langhagen, Helmstedt, gerade eben die Fußgänger auf der A2 zwischen Ziesar und Thesen. Was ist denn da los bei euch? Ja, ich stehe hier gerade auf der A2. Nee, sitzt nicht aus, aber... Nee, muss man aufpassen, man scherzt nicht mit sowas, mein Lieber. Ja, tut mir leid. Man scherzt doch nicht mit sowas. Spaß ja, aber irgendwann ist Schluss. Ja, ich weiß. Ja. Paul, wie geht's dir in Helmstedt, der ehemaligen Grenzstadt? Ja, so viel ist davon ja nicht mehr mitzubekommen, aber läuft eigentlich ganz gut so. Ja, ich fahre öfter mal gerne, wenn ich auf der A2 bin, auf dem Weg nach Berlin, da raus in Helmstedt, Königslutter, Helmstedt, und dann fahre ich da raus und gehe auf dieses alte, wie heißt es, diese Grenzstation? Marienborn, genau. Da wohne ich 500 Meter jetzt von entfernt. Wirklich wahr? Ja. Also bist du denn im Osten oder im Westen? Bist du in der DDR? Also noch im Westen, aber knapp. Ich kann sozusagen... In den Osten gucken. In einem Neubau wohnst du oder in einem Haus, was schon zur Zeiten der, als Deutschland noch geteilt war, da schon stand? Nee, ist ein Neubau. Also das Haus hat nie die Mauer erlebt, genau wie du? Genau. Mhm. Ja. Deine Eltern, haben die noch Erinnerungen daran? Ja. Ja, ne? Klar. Ja, Logo. Aber alles westlich, also jetzt. Ja. Aber muss schon ziemlich cool gewesen sein an dem Tag, wo ich wollte gerade sagen, muss schon ziemlich cool gewesen sein, als damals noch die Mauer stand. Das war ja, bestimmt ganz schön cool. Naja, als die Mauer dann gefallen ist an dem Tag, als dann die Leute hier rüberkamen, das stelle ich mir schon ziemlich eindrucksvoll vor. Ich kriege hier gerade übrigens eine Meldung wieder aus dem Internet von einem User namens Harry Bosshorst. Er sagt, es heißt nicht Ziesar, sondern Ziesar. Der Ort an der A2, wo gerade Fußgänger rumlaufen. Es heißt nicht Ziesar, sondern Ziesar. Noch nie gehört. Egal. Was wäre, wenn, ist unser Thema heute Nacht. Wir spinnen Geschichten, fiktive Geschichten. Was wäre, wenn? Was ist denn dein Was wäre, wenn? Ja, mein Was wäre, wenn ist, was wäre, wenn MTV wieder Musik spielt. Was ist MTV nochmal? MTV, ja, genau. Das fragen sich ja alle. Also irgendwie zieht sich ja heute das Thema Hip-Hop ziemlich durch die Sendung. Ja, bislang schon, ja. Ja, auf dem Festival war halt Casper, ne? Mhm. Und ist ja auch in einem Lied, was wäre, wenn MTV wieder Musik spielt. Mhm. Und früher, als ich noch kleiner war, habe ich über MTV geguckt. Ja. Und, da kam aber nie Musik und dann habe ich meine Mutter gefragt, warum das eigentlich MTV heißt und die hat sich dann das angeguckt und meinte, keine Ahnung. Und so, das ist so die Vorgeschichte dazu, aber... Könnt ihr denn noch MTV empfangen? Mittlerweile läuft es ja irgendwie verschlüsselt, oder? Nee, das ist jetzt Pay-TV, glaube ich. Ja, aber hast du das mal wieder gesehen, irgendwo bei einem Freund, der Pay-TV hat? Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Weiß ich, nö, ich habe ihn bisher nicht gesehen. Mhm. Aber gibt ja jetzt Alternativen. Mhm. Zum Glück. Alternativen zu MTV, wo kann man denn sonst Musik fernsehen? Radio ZDF höchstens. ZDF Kultur zum Beispiel. ZDF Kultur ist ein sehr schöner Sender, ganz toller Sender, aber die Sendungen, die da laufen, gefallen mir nicht so gut. Nee, da gibt's glaube ich auch so eine Talkshow, die ist auch sehr... Ja, ne? Kann sein, aber gefällt mir nicht so gut, finde ich eher unsympathisch. Ich finde den Sender eher generell sehr unsympathisch und ich mag auch, verachte alle Moderatoren dieses Senders, alle. Okay, ja, das... Ja, man muss schon sich schon damit auskennen. So. Dies, das, was weiß ich. Ja, was ist los? Oh. Du, Paul? Ja? Gleich, in wenigen Sekunden, werde ich mit einer Dreierkombination aus Hanau sprechen. Deswegen muss ich mich jetzt von dir verabschieden und frage dich, was wäre eigentlich, wenn wir das Gespräch jetzt beenden würden? Dann wäre ich sehr angetan, auch eine Karte oder eine 1-Plus-Karte für dein Live
Projekt zu bekommen. Natürlich, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Bleib bitte dran und dann sehen wir uns, Paul, in einem Monat, etwas mehr als einem Monat, nee, in zwei Monaten. Fast genau zwei Monaten in Hannover, im Funkhaus des Norddeutschen Rundfunks zur Weltuntergangsparty. Jo. Bleib bitte dran, Paul. Okay. Ciao, sie, tschüss. 0880, 5x5, was wäre, wenn, ist das Thema der Late Line. Und Johannes, Svenja und Fabian aus Hanau sind in der Leitung. Hallo. Mannheim. Hi. Aus Mannheim. Hallo? Hi. Wieso seid ihr denn so viel? Habt ihr mehrere Telefone? Was haben wir jetzt? Also ich bin der Johannes, dann noch die Svenja und der Fabian. Und wir müssen ganz klar erstmal feststellen, wir kommen nicht aus Hanau, sondern aus Mannheim. Ach so, ich sehe es hier gerade auch. Der Tarek hat sich verschrieben. Der hat Hanau mit Mannheim verwechselt. Ich weiß gar nicht warum, aber ist... Ist ja nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Wie geht's euch? Warum seid ihr zu dritt zusammen um diese Zeit? Weil wir für eine grausame Präsentation morgen früh lernen mussten und mal wieder viel zu spät angefangen haben, irgendwas dafür zu tun. Universität? Ja. Exakt. Oh. Welches Themengebiet? Themengebiet, womit wir keine Ahnung haben, Workflow-Management-Systeme. Genauer Petri-Netze. Oh Gott, was studiert ihr denn? BWL? Nee, gar nicht. Wir studieren Medienmanagement. Also eigentlich hat das auch echt nicht so viel damit zu tun. Aber wir machen das auch mit ICE-Tempo. Mhm. Ja. Klingt aber sehr... Kann ich euch helfen? Also Petri-Netzwerke, ich weiß nicht... Ja, dann kannst du uns mit uns das nochmal durchgehen vielleicht, aber ich bezweifle stark, dass du uns da helfen willst. Petri-Netz, ich will euch sehr gerne helfen, ich bezweifle stark, ob ich euch helfen kann. Ein Attest für morgen würde auch schon ausreichen. Ja, ich kann euch einen Attest über Twitter schreiben. Ja, das wäre was. Das wär 140 gut, Zeichen. Wenn der dann hilft. Kann Svenja, Johannes, Fabian können nicht aus Gründen... Alkohol? Aus Alkoholgründen ist leider ein Erscheinen zur Präsentation nicht mehr möglich. Sehr gut. Ja. Was wäre, wenn ihr morgen für eure wichtige Uni-Präsentation verschlafen würdet? Oh, das ist nicht schlimm, wir kommen eh immer zu spät. Wie ist denn das momentan an der Universität? Ist bei mir schon lange her, dass ich eine aktiv mal miterlebt habe, so eine Uni. Da war das immer ganz schön, es gab pingelige Dozenten und es gab welche, denen das total scheißegal war. Sagen, dass wir Nazi-Dozenten haben. Nazi-Dozenten? Oh Gott, solche Worte darf man doch nicht sagen. Darf man sagen. Also ihr meint auch, der ist ein richtiger, ein praktizierender Nationalsozialist, euer Dozent. Ein richtiger, strammer Nazi, der morgens alle drei Strophen der Nationalhymne singt und... Nee, das ist eher so ein, Regelnazi? Ein Regelnazi. Der Nazi, finde ich, trifft es ein bisschen besser. Also ich glaube nicht, dass er jetzt Faschist ist, aber er mag Regeln ziemlich gern und praktiziert diese auch wirklich sehr stramm. Mhm. Er ist vielleicht einfach nur streng. Kann man sagen, er ist einfach nur streng und man tut ihm ja Unrecht, wenn man ihn als Nazi bezeichnen würde. Ja, er ist sehr, sehr streng. Doch, er ist sehr streng, sagen wir so, und nett. Ja. Irgendwie auch. Nett auch, aber es ist ja oft so, dass man vor den strengen Dozenten und strengen Lehrern immer mehr Respekt hat als vor so Weicheiern. Nee. Nee? Ich habe keinen Respekt vor dir. Du bist ja auch eine Frau. Ja, sagen wir, also gesunden Abstand. Respekt ist jetzt vielleicht ein bisschen, Respekt. Man sollte ja immer man sollte ja vor jedem Respekt haben, oder? Um ein gutes Wort im Radio loszulassen. R-E-S-P-E-C-T, haben wir vorhin ja schon mal gesagt. Aber ihr wisst noch, von welchem großen Eurodance-Philosophen aus den 90er Jahren dieser Spruch kommt, oder? Ja. Ja. Aber, weil interessant, ist es so ein Alter 24 oder 26 und 21, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ihr die Hochzeit von DJ Bobo noch miterlebt habt. Ja, klar. Ja. Celebrate. Gut, nee. Hä? Nee, warte. Was völlig anders. Nein, es ist von DJ Bobo. Celebration ist DJ Bobo. Celebration. Nee, das ist nicht von DJ Bobo. Das ist ein Cover, glaube ich. Das ist das, wenn er gecovert hat. Ja. Original ist das auch von jemand anderem. Ich frage mich, wer überhaupt noch zu DJ Bobo Konzerten geht. Das sind ja riesige, so die machen ja richtige Jahrhunderthallen-Dimensionen voll. Das ist ja richtig riesig ausverkauft und so. Ich frage mich immer, wer da hingeht. Wir nicht, auf jeden Fall. Wir nicht. Aber es muss sich ja lohnen anscheinend. Der ist ja immer auf Tour unterwegs mit so einem... Sie einfach mal riskieren, einfach mal hingehen, mal schauen, was irgendwie so dieser Reiz von diesen Konzerten noch ist. Mhm. Ich hab das mal gemacht bei Udo Jürgens und hab mir gedacht, ich gucke mir mal ein Udo Jürgens Konzert an, mal sehen, wer da so hingeht. Und ich war entsetzt, enttäuscht und erregt gleichermaßen, weil das wirklich ein ganz interessantes Publikum war. Inwiefern jetzt genau erregt? Es waren teilweise, ich sag mal so, es waren schon Hot Chicks mit ihren Müttern. So, weißt du? Das war so ein bisschen, war so ein bisschen merkwürdig. Ich weiß ja, bei Udo Jürgens so die Altersklasse, die da angesprochen wird, aber warum nicht? Nee, erstaunlich junge Leute waren da. Ja?
Wirklich? Wahrscheinlich alle und wegen dem gleich, aus dem gleichen Grund wie du. Ja, um mal zu gucken, wer da so hingeht. Deswegen wirken sie auch alle so verunsichert und so leicht schüchtern und so. So kann man auch eine Halle voll bekommen. Ja. Du Johannes, du Svenja, du Fabian, ihr kommt eigentlich aus Mannheim oder sitzt ihr auch gerade. Was haltet ihr denn davon, dass Mannheim in letzter Zeit gerade durch so Superstars wie Bülent Ceylan? Und dürfen wir ganz kurz, also eigentlich kommen, also ich aus Frankfurt, Fabian aus Essen und Svenja irgendwo aus irgendeinem kleinen Dorf irgendwo anders. Mhm. Und wir sind hier in Mannheim wegen der Hochschule, also wegen der Uni. Also. Ja, also habt ihr auch gar keinen Bezug zu Bülent Ceylan? Um Gottes Willen. Ja. Wie, was heißt denn um Gottes Willen? Eigentlich nicht. Zu unserer Wohnung hier in Mannheim, aber also wir verlassen sie äußerst ungern. Mhm. Was ist Mannheim für eine Stadt? Ich war noch nie da, ich bin nur mit dem Zug durchgefahren, aber habe mich nicht getraut auszusteigen, aus Angst vor Xavier Naidoo. Und der läuft hier wirklich immer mit Bülent Ceylan durch die Gegend. Ernsthaft? Nee. Ja. Also, es wird passen. Also, es ist unangenehm. Ist Mannheim denn eine große Stadt? Wie würdet ihr sagen, als jemand, der aus Essen kommt zum Beispiel, was ist Mannheim für eine Stadt? An was erinnert dich Mannheim? Mannheim ist nicht schön. Ich habe es in 2 Jahren nicht geschafft, irgendeinen Art von Bezug zu dieser Stadt aufzubauen. Ist Mannheim nicht schön, weil der verdammte Zweite Weltkrieg da einige Spuren hinterlassen hat? Oder ist Mannheim nicht schön, weil es auch vorher nicht schön war? Ja, das kann ich schlecht beurteilen. Vorher waren wir noch nicht hier. Ich weiß nicht, vielleicht sind auch die Menschen hier, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die Stadt hat für mich zumindest persönlich keinen Charme. Ist Mannheim nicht diese Stadt, wo es relativ rechtwinklig zugeht und so ganz komisch so Straßen gibt, die S23 heißen oder so? Genau, es gibt Quadrate, aber man muss dazu sagen, also wenn man mal in New York war oder so, da ist ja alles relativ quadratisch und relativ praktisch aufgebaut von den Straßen. Aber in Mannheim blicke ich da nicht durch. Also auch. Oh, warte mal, ganz kurz, jetzt wird gerade so unnützes Wissen in meinem Kopf aktiviert. Ich glaube, das ist nämlich Manhattan wurde nach dem Vorbild von Mannheim. Nach dem Vorbild von Mannheim gestaltet und eben in diesem Karo-Muster. Und ich weiß, ich glaube von dem Herrn Waldorf. Ja. Oder Astor. Waldorf war ja bekannt dafür, dass er rechte. Nee, von Herrn Astor aus Waldorf, glaube ich. Ich glaube, so rum war das. Warte mal. Jetzt, ich glaube, er hieß Astor. Manhattan. John Jacob Astor. Johann Jakob Astor. Geboren in Waldorf bei Heidelberg. Wikipedia auf nebenbei, oder? Ja, genau, ganz kurz, muss ich mal. War ein amerikanischer Unternehmer. Der deutsche Immigrant wurde in den USA vor allem durch Pelzhandel und Immobilien zum reichsten Mann seiner Zeit. Und nach ihm ist dann das Waldorf Astoria benannt. Waldorf, weil er in Waldorf geboren wurde, nämlich 1763. Astoria, weil er Astor heißt. Und der hat unter anderem, war Mitglied der Freimaurer und hat unter anderem dafür gesorgt, dass der Stadtplan von Manhattan aussieht, wie er heute aussieht. Und das Vorbild dazu war tatsächlich die Stadt Mannheim, die auch nach Schachbrettmuster gestaltet wurde. Also weiß ich jetzt nicht so ganz, ob wir das so glauben können. Aber das stimmt tatsächlich. Wirklich, ist kein Spaß. War ein großer Immobilienbesitzer in New York und Manhattan und hat damals, weil er sehr viel Grund besaß, auch mitbestimmen dürfen mit der Stadt, wie dann die neue Infrastruktur, nachdem quasi, es gibt ja die Südspitze von Manhattan, wo noch alles ganz durcheinander ist, wie bei einer richtigen Stadt. Und dann, ich glaube, ab der 14. Straße ist alles Schachbrettmuster. Und das war auf Initiative von Johann Jakob Astor, geboren in Waldorf bei Heidelberg, nach dem Vorbild von Mannheim. Können wir ja morgen erst eine Einleitung. Ja, genau. Einfach so als Conversation Starter. 9 Uhr morgens, das passt. Ja, und weißt du, das ist wie so eine inhaltliche Blendgranate werfen. Da ist er erstmal so begeistert von eurem unnützen Fachwissen, dass er einfach völlig ignorieren wird, dass euer Vortrag, der danach kommt, völliger Quatsch ist. Ja, völliges, desolates Halbwissen. Ist denn euer Vortrag auch gebunden an so eine Keynote-Präsentation oder PowerPoint oder so? Unbedingt, ja. Also muss PowerPoint sein? Wie bitte? Muss es PowerPoint sein oder? Wir nehmen PowerPoint, ja. Mhm. Oh je, Mine. 75 Minuten. Ja, oh, wie viele Minuten? 75. 75 Minuten muss das dauern? Ja. Oh Gott. Schrecklich, ja. Und ihr habt euch, also ganz im Ernst, wie lange sitzt ihr da jetzt schon dran? Ihr habt noch nicht mal angefangen, ne? 75 Minuten? Nee, ungefähr das Vierfache von 75 Minuten, würde ich jetzt mal so sagen. Mindestens. Haben wir rein investiert, ja. Ja, doch, kann man schon sagen. Mhm. So Minimalprinzip, also, ja. Das haben wir von unserem Kommilitonen Jan gelernt, Minimalprinzip. Ja.
danke Jan an dieser Stelle. Ja, liebe Grüße auch, Jan, schöner Name auch. Ja, das heißt also nicht so viel lernen, sondern nur so viel wie nötig, ne? So viel wie möglich, dass man halt dann besteht, ja. Genau, Mut zur Lücke. Seit 2 Jahren erstaunlich gut und manchmal sogar besser als die lernen. Sonst keine Hobby. Ja. Und weißt du, was das Schöne ist, was meine Erfahrung ist, mit dem Minimalprinzip ist man auch nach der Schule und nach der Uni relativ gut bedient. Merkt man ja an dieser Sendung, weißt du? Ja. Ne, merkt man nicht, dass ich auch mit dem Minimalprinzip ich mich durchs Leben mogel? Also relativ erfolgreich. Ja, also, ja. Lebenskünstler würde ich fast schon sagen. Ja, absolut. Und dann, weißt du, man muss nur ab und zu so manchmal so Einfälle haben wie, Moment, Astor, Mannheim, New York. Und da muss man eben in der Lage sein, so zu tun, als würde man echtes Wissen haben, aber in Wirklichkeit gucken halt bei Wikipedia nach. Ja, so geht's aber halt. Dann einfach auch. Ja. Und ich glaube, mit eurem Minimalprinzip seid ihr immerhin noch besser als die momentane Führungselite unseres Landes, die dann einfach Sachen abgeschrieben hat, um eine fucking Doktorarbeit hinzubekommen, ne? So was machen wir nicht, abschreiben. Nee, wirklich nicht, also, ne? Wir könnten eigentlich mit der richtigen Motivation hoch hinaus, mit diesen Halbwissen. Ja, genau. Und man lernt zu improvisieren, man lernt die freie Rede. Und solange man nicht anfängt zu schummeln und quasi, ich meine, was nützt es einem, wenn man eine Doktorarbeit hat, die man nicht selbst geschrieben hat? Dann lieber eine schlechte Doktorarbeit, die man selbst geschrieben hat, aber die einem nicht weggenommen werden kann. Ja. Und ein schlechtes Referat, was aber ein Referat ist wenigstens, ein selbstgemachtes. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja. Wir werden es auf jeden Fall berücksichtigen, falls es später mal so weit kommen sollte. Ja. Ich überlege übrigens die ganze Zeit, ob ich noch ein Schlückchen von dieser Cola, die mich die ganze Zeit schon so lauwarm anlächelt, trinken soll. Da schwimmen oben schon so kleine Stückchen drin. Weil ich habe vorhin Marzipankartoffeln gegessen und dann Cola getrunken. Jetzt schwimmen so kleine Stücke von der Marzipankartoffel auf diesem Cola-Rest in der Flasche. Ist wenigstens Schnaps drin? Nee, nur Cola. Voll eklig aber. Aber es ist ja nur mein Ekel. Mein eigenen... Ich will bei Twitter posten. Nee, das poste ich nicht bei Twitter. Ah, Mensch, Leute. Darf man nicht... Ich würde gerne noch mal was anderes ansprechen. Das hat auch ein bisschen was mit dem Thema zu tun. Mhm. War so, wie man sich gekonnt vom Lernen abhält. Mhm. Da war deine Sendung, die jetzt in dieser Media, in der ZDF-Mediathek zu schauen war, wirklich echt top. Paradebeispiel quasi. Ja, also es ging mit nichts sich besser abzulenken vom Lernen als mit der Sendung. Oh, das finde ich sehr gut. Es geht mir auch, also ich kann mich zum Beispiel mit nichts besser von der Arbeit abhalten als mit dieser Sendung. Wirklich, es gibt nichts Schöneres, um einfach mal nicht arbeiten zu müssen, als diese Sendung zu machen. Ja, geil. Ja. Ich finde es ganz phänomenal, ohne da jetzt zu sehr drüber reden zu wollen. Ich finde es das phänomenal, dass das Leute dann so gucken wie so eine Serie. Also einfach eine Folge gucken und dann einfach nicht mehr aufhören. Weißt du? Das ist der Hammer, ja. Ich finde das sehr merkwürdig, aber auch ein bisschen beängstigend. Nein, das muss es nicht. Also wir sind jetzt noch nicht fanatisch. Das kann ich vielleicht noch kommen, aber. Vorm Essen, danach und davor. Und egal. Hier fragt übrigens gerade einen User namens KITI bei Twitter, wo man eigentlich in Mannheim Media Management studieren kann. Medienmanagement, Kommunikation an der dualen Hochschule. Ja. Ist das so eine Fresenius-Privatuni oder was ist das? Das ist mit hier dual arbeiten und studieren. Ganz toll, praktisch. Ey, selber dual. Dual. Ja, man kann Alter. Nur jedem dazu raten. Dual, Alter, du Tintenfisch. Dual. Ja. Gut, ja, schön, dass ihr angerufen habt. Ich wünsche euch viel Glück. Müsst ihr noch lange machen heute? Das war eigentlich der krönende Abschluss unseres Abends. Ja. Ja, meiner auch. Also ich muss leider noch ein bisschen. Ich muss noch eine Dreiviertelstunde. Oh, habe ich keinen Bock, ey. Aber egal, was willst du machen, ne? Das Taxameter läuft. Also ihr drei, schöne Grüße nach Mannheim. Viel Erfolg und alles Gute und Durchhalten in dieser wunderschönen... Noch eine Sache. Kriegt man auch noch so Karten für deine wunderbare... Ja, dann müsst ihr dranbleiben. Ihr seid drei Leute, dann kann ich euch auch, glaube ich, kein +1 geben, sonst wird es dann zu voll. Warte mal. Bleibt bitte dran und hinterlasst euren Namen. Ihr würdet dann nach Frankfurt fahren wahrscheinlich, ne? Ja. Oder nach Baden-Baden, könntet ihr auch. Ja, wir bleiben einfach mal dran und sprechen noch mit deiner netten Kollegin. Genau, also Baden-Baden ist natürlich, es kann spannender werden, weil Baden-Baden natürlich die wesentlich langweiligere Stadt wird. andererseits ist man, wenn man, sagen wir mal, von Mannheim kommt nach Baden-Baden reist, nach so einer Sendung, die um 1 Uhr aufhört, relativ verloren. Also ich weiß nicht, was in Baden-Baden überhaupt nach 19 Uhr passiert. Und ob da noch ein Bus fährt? Ich glaube nicht. Ich glaube, in Baden-Baden wird quasi komplett ausgeschaltet. Ja. Ab 19 Uhr. Also die ganze Stadt einfach aus. Ja. Hm. Erst wieder ab 8 Uhr morgens wieder da, wenn die ersten Rollatoren auf die Straße fahren. Ja, gut. Ja, dann bleibt bitte dran, ihr drei, und dann kriegt ihr Karten für umsonst. Wow. Und dann sehen wir uns ja vielleicht in Frankfurt oder in Baden-Baden. Hoffentlich. Ciao. Danke dir, schönen Abend. Ebenso. Tschüss, viel Glück morgen. Tschüss. 0880 5x5 ist die Telefonnummer. Was wäre, wenn, ist das Thema der Late Line. Was wäre, wenn zum Beispiel Harald Glöckler Bildungsministerin würde? Piet, 47 aus Dortmund. Hey, Piet. Guten Morgen.
Du bist ein Stammanrufer bei der Late Line, ne? Ab und zu mal. Ja, darf ich dich einladen zu unserer Late Line Live Tour? Nein. Ich möchte dich nur einladen, du musst nicht kommen. Ich möchte nur eine Einladung aussprechen, unverbindlich. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht bedrängt werden. Nee, ich möchte dich nur einfach unverbindlich einladen. Du kannst ja Nein sagen. Du möchtest nicht mal gedrängt werden. Nein, ich möchte nicht. Weißt du warum? Ich kann da nicht. Ach so. Außerdem ist mir das viel zu weit weg. Kann ich nachvollziehen. Wäre mir auch zu weit weg, wenn ich nicht weil ich in Dortmund wohne und ihr habt ja eure Sendegebiete. Ich bin ja auch so ein Schwarzhörer, ne? Mhm. Sozusagen. Eigentlich ist es nicht erlaubt. Ja, ich gebe es aber auch zu, ne? Ja. Ich bin ja nicht so ein verlogenes Stück und das geht dann nicht. Ne? Nee, ich wollte nur sagen, du hast gesagt, Ministerin, hast du gesagt? Wenn Harald Glöckler... Harald Glöckler ist doch kein, das ist doch ein Mann. Oh, da muss ich mich, da habe ich mich dann verdacht. Ach so. Hast du den Bart nicht im Gesicht gesehen? Ich dachte, er wäre mit ja gut, den hat er sich wahrscheinlich angeklebt. Mit Wimperntusche draufgeschmiert. Das kann sein, aber nee. Aber ich bin froh, dass es solche Leute gibt. Also, Harald Glöckler, meinst du? Ja, er kann mir zwar nichts verkaufen, weil... Ja, aber die Frage ist... Macht er auch mit Herrenmode? Nee, macht er auch nicht. Doch, macht er auch. Bei mir ist es echt nur eine Frage der Zeit, bis Harald Glöckler mir was verkauft. Er muss nur die richtige Linie für mich finden. Also momentan ist die Mode noch nicht so mein Ding und auch die anderen Sachen nicht. Aber bei der Tapete zum Beispiel, bei den Tapeten von Harald Glöckler, war ich kürzlich wirklich ganz kurz davor, mir eine Tapete von Harald Glöckler zu kaufen. Ganz kurz. Verkauft er Tapeten? Ja, auch. Harald Glöckler verkauft alles. Alles. Muss ich mir angucken. Mhm. Aber ich finde den Mann total irgendwie glücklich und ich bin heilefroh. Glücklich? Das ist jetzt keine Verarsche hier, was ich jetzt sage, sondern er macht mir auch ein bisschen Spaß, wenn ich mal irgendwie rumzeppe im Fernsehen und gucke mir dann so seine Modeshows da an, dann muss ich immer lachen. Ich weiß auch nicht warum. Also ich finde, wenn er glücklich ist, bin ich auch glücklich. Und wenn er unglücklich ist, bin ich auch unglücklich. Ich hänge bin nee, einfach, das will ich, das, so weit will ich nicht gehen. Nee, ich schon. Ich hänge sehr an ihm. Ich leide viel mit ihm und habe sehr, seine Emotionen sind auch meine Emotionen. Und ich finde das toll. Er tut mir nichts Böses. Nee, genau. Und er bereitet mir Freude, wenn er irgendwas sagt, was manchmal irgendwie ein bisschen übertrieben ist. Genau, er ist exzentrisch. Er will ja auch verkaufen. Genau. Aber so sind wir nun mal alle, ne? Mhm. Und zu deinen Hörern muss ich sagen, liebe Hörer von Jan Böhmermann, das ist ein ganz feiner Mann, weil ich habe nämlich mal vor 3 Monaten bei dir eine Karte gewonnen, beziehungsweise eine Autogrammkarte. Da hast du mir dann nach 3 Monaten zurückgeschrieben. Es hat ein bisschen lange gedauert. Tut mir leid, Pete, hast du dann geschrieben. Aber ich musste Briefmarken holen gehen. Weißt du, das Schlimme ist? Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, weißt du, Peter, das Schlimme ist, das stimmt wirklich. Ich hatte nämlich keine Briefmarken mehr und die Sachen landen dann in meinem Büro und dann ist da so ein riesiger Stapel von Leuten, die so Autogrammkarten haben wollen und ich habe ja nicht mal welche. Ich muss immer irgendwelche bizarren Postkarten, die längst überholt sind, irgendwie aus dem Schrank holen, wo irgendwie dann Glas mit drauf abgedruckt ist oder so, die nicht dann durchstreichen natürlich, ist ja klar. Und dann liegt da so ein Stapel mit Leuten, ich weiß genau, dieser Stapel, ich muss das bearbeiten, aber ich habe keine Briefmarken und ich kann es nicht, und dann tut mir das so leid, dann habe ich halt dann noch einen Brief dazu. Du bist doch nicht nervös. Ja. Weißt du, deswegen, ich sag jetzt einfach mal was für die Hörer von Jan Böhmermann, die jetzt mithören, wenn ihr Jan Böhmermann glücklich machen wollt, schickt ihm Briefmarken. 55 Cent? Diese kleinen Nein, Dinger, die es geht doch nicht um Geld. Es geht um den Aktien zur Post zu laufen. Es geht um Briefmarken. Nee, du hast ja echt Mühe gegeben. Also ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das fand ich ganz toll von dir. Weil von manchen Bewerbungsschreiben, die ich losgeschickt habe, also kriegst du ja keine Antwort, ne? Ja, aber weißt du, ich bin nicht umsonst, nennt man mich den Michael Wendler unter den Radiomoderatoren. Ich weiß einfach, was meine Fans wollen. So, ich bin einfach einer, der ganz nah ist an den Fans und der sich richtig darum bemüht. Aber nee, ich hatte einfach ich habe immer mittlerweile schon so Briefmarkenrollen, kennst du die vielleicht? 100 mal 55 Cent, die habe ich jetzt hier auch vor mir, da ist momentan abgebildet drauf, Caspar David Friedrich, 1774 bis 1840. Hast du zufällig noch den Briefumschlag, wo die Autogrammkarte drin war? Ja. Kannst du mal gucken, ob da die Caspar David Friedrich Briefmarke vorne drauf ist? Oh, das dauert jetzt. Ja, ist egal, wir haben die Zeit. Das ist eine 2-stündige Sendung. In der Zwischenzeit könnte ich ja währenddessen, ich könnte vielleicht irgendwie andere Sachen erzählen. Guck mal, ob du die noch hast, den Briefumschlag. Wenn das von dieser Rolle ist, wo Caspar David Friedrich die Briefmarke ist, dann habe ich jetzt auch exakt die Briefmarkenrolle in der Hand. Muss ich wieder das Licht anmachen? Hast du Licht ausgehabt? Warst du schon im Bett? Ja, sicher, ich muss Strom sparen, Mensch. Wir haben doch
Schwierigkeiten mit unserer Stromrechnung hier alle. Oh Gott, da muss ich mal nachgucken, wo habe ich das denn? Sammelst du Autogramme von Leuten? Von guten Leuten, ja. Oh, oh, oh. Das ist, langsam wird es mir ein bisschen unangenehm. Ich kann mit sowas ja nicht umgehen. Ich kann nicht ganz gut leiden. Ich habe dich gestern Abend im Fernsehen gesehen, auf Dreisat. Was? Wie heißt deine? Sarah Kuttner. Nein, Roach heißt die ja, ne? Ich sag immer Rocher zu ihr. Ich auch. Weiß auch nicht, warum. Ich auch. Aber ich finde das jetzt nicht. Egal, ist egal. Auf jeden Fall, guck mal nach. Ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig. Nee, wenn das die Caspar-David-Friedrich-Briefmarke ist, dann habe ich jetzt hier gerade, ich wollte nur wissen, ob das die Briefmarkenrolle ist, die ich gerade habe. Ich gebe dir Bescheid. Aber jedenfalls, die Sendung ist echt interessant. Interessant trifft es genau, ja. Ihr sitzt ja alle so wie als wenn ihr pokern wollt, ne? An so einem runden Tisch. Das machen wir vorher und hinterher auch immer. Wenn die Kameras laufen, dann dürfen wir das aber nicht. Dann kriege ich meistens immer Angst. Was wird da passieren? Aber das macht die Sendung ja auch so interessant, ne? Ich bin so geschmeichelt, mein lieber Piet. Ich muss die Stimmung leider zerstören, indem ich dir nochmal ganz kurz eine heiße Nachricht zur Wiedervorlage gebe. Du bist ja in Dortmund, Dortmund-Ruhrgebiet, da ist ja natürlich auch Essen-Gladbeck. Wir haben mit Essen nichts zu tun. Auch aber ist hier ein Begriff, ne? Ist hier ein Begriff, Essen-Gladbeck? Ja, ja. Ne? Und Gladbecker Geiseldrama, du bist in einem Alter, du wirst dich auch noch daran erinnern können, oder? Das ist 70er Jahre gewesen, ne? Nein, das ist in den 80er Jahren gewesen. 80er Jahre, Entschuldigung. Genau, und weißt du noch, wie die beiden Geiselgangster hießen vom Gladbecker Geiseldrama? Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr. Klingelt's bei den Namen Dieter Degowski und Hans-Jürgen Rösner? Ja, Gottes Willen, ja. Ne? Und jetzt gibt's eine gute Nachricht. Hans-Jürgen Rösner, das Gehirn quasi des Gladbecker Geiseldrama-Duos, wird heiraten. Er sitzt ja noch im Gefängnis, er ist lebenslang mit Sicherheitsverwahrung und hat nochmal mit Heroin gedealt im Knast und deswegen kommt er wahrscheinlich nie wieder raus, aber es hat sich eine Frau gefunden, eine 40-jährige Witwe, die Hans-Jürgen Rösner heiraten möchte. Was wäre, wenn? Kommt jetzt wieder raus, ne? Was wäre, wenn der jetzt wieder rauskommen würde? Was wäre eigentlich, wenn Hans-Jürgen Rösner wieder rauskommen würde? Ist das so ein Bitte? Deine Frage jetzt von Anfang an, von der Sendung her, was wäre, wenn jetzt er jetzt wieder, es gibt wieder ein ganz neues Thema, ein ganz neues Bild von deiner Sendung, ne? Mhm. Was wäre, wenn jetzt der jetzt wieder rauskommt, was hält die Bevölkerung davon, wenn der jetzt rauskommt? Vor allem wäre der wirklich gefährlich? Ich meine, der ist jetzt eingesperrt seit 1987. Das kann ich nicht beurteilen. Der war damals ja, ich glaube, Mitte 30, das sind jetzt fast 25 Jahre. Der ist ja schon 60, ne? Geht auf die 60 zu, also richtig, ist der immer noch brandgefährlich, wie damals? Mein Kumpel ist brandgefährlich. Ist der immer noch brandgefährlich und steckt sich immer noch eine Waffe in den Mund und entführt Busse und erschießt Leute? Oder ist er mittlerweile geläutert oder zumindest so beruhigt, dass er nicht mehr gefährlich ist? Ich weiß nicht. Also ich traue dem Braten nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach mal so in den Raum geworfen, ja, sicherheitshalber. Na gut, Piet, schön, dass du das Kartenangebot für die Late Line Live Tour verweigerst. Das finde ich sehr sympathisch. Ich würde es nicht anders machen. Und was soll ich damit, wenn du mir jetzt hier überlieferst und die Karten schickst und ich gehe da nicht hin, genau, und andere wollen da hingehen, genau, ich kann es eben nicht, ne? Du bist auch ein feiner Kerl, mein lieber Piet. Das machen nicht viele. Es beherrscht so eine Mitnahmementalität, dass Leute einfach dann sagen, will ich. Und dann denken wir, es ist ausverkauft, in Wirklichkeit kommen sie dann nicht und zwei Leute müssen draußen im Regen stehen, weil sie keine Karten mehr bekommen. So. Herr Böhmermann. Und in diesem Sinne, deswegen mag ich... Wir verstehen uns, Piet. Bist du ein bisschen betrunken? Oh. Bitte? Bist du ein bisschen betrunken? Nö, wieso? Nee, dachte ich nur, ganz kurz. Hört mich so an? Nee, weil du bist gerade über ein Wort gestolpert. Es ist ein bisschen leicht, hing die Zunge nach. Aber es kann auch sein, dass wir einfach, weil wir so lange geredet haben... Nee, weil ich gerade mal eine Zigarette aus dem Mund genommen habe, das kann passieren dann. Ah, alles klar. Gut, mein Lieber. Ich sitze hier im Dunkeln, habe ich dir vorhin gesagt. Ich sitze hier im Dunkeln und spare Strom. Das ist vernünftig. Und dann muss ich gucken, wo ich mal die Asche hintucke hier. Die Asche hintucke. Die Asche, ja, dass meine Wohnung nicht abbrennt. Genau, besser in Aschenbecher, stimmt. Ansonsten schicke ich dir Vera in Wien vorbei. Stichwort die Messi-Wohnung. Oh, das ist aber jetzt echt schön gemeint. Ja, hast keine Messi-Wohnung, oder? Teilweise doch, muss ich schon sagen. Ist egal. Ist egal. Aber ich lebe alleine. Eben. Der Böhmermann kommt ja auch nicht vorbei, ne? Ich komme nicht mehr vorbei. Ich bin schon lange nicht mehr dabei gewesen, bei dir vorbei. Alles klar. Mein Lieber, schönen Abend wünsche ich dir, ne? Gute Alles Nacht. Alles klar, schönen Abend noch, ne? Bis bald, tschüssi. Tschüss. 0880 5x5. Was wäre, wenn ich mal bei
Beat klingeln würde, zum Beispiel. Was wäre, wenn es das Thema heute Nacht? Und ihr könnt gerne was wäre, wenn es in den Raum werfen. Ihr könnt aber auch gerne auf die vorhandenen, in den Raum geworfenen was wäre, wenn es schon antworten und da eure Geschichten weiterspinnen. Caro, 17 Jahre alt, aus Frankfurt ist in der Leitung. Hallo, Caro. Hallo. Caro, du bist ein Mädchen, kommst aus Frankfurt? Ja, aber eigentlich bin ich gerade in Hamburg. Du bist gerade in Hamburg, kommst aus Frankfurt? Was bist du denn für eine Jetsetterin? Na, eigentlich komme ich aus Hamburg, aber wohne gerade in Frankfurt. Ach so, aber jetzt bist du in Hamburg, aber du wohnst eigentlich in Frankfurt. Ja, jetzt aber jetzt bin ich Besuch bei Freunden. Ach so, und bei deinen Eltern vielleicht nochmal Hallo sagen, Wäsche waschen? Ja, nee, meine Eltern wohnen in Frankfurt noch. Ach so. Genau, 17. Ach so, stimmt. Wie sieht deine berufliche oder schulische Situation aus? Abitur, mit großen Schritten aufs Abitur oder Ausbildung? Ja, Abitur, ich bin gerade in der 12., mache aber noch 13 Jahre. Okay. Richtig cool machen 13 Jahre, ne? Ja, natürlich. Man ist ja nicht bescheuert. Warum sollte man denn 12 Jahre zur Schule gehen? Den ganzen Stress tue ich mir euch an. Eben, finde ich völlig richtig. Was willst du danach machen, wenn du fertig bist mit Abi? Studieren. Was, weißt du schon? Ja, ich will Instrumentalistik studieren. Weil du Leute instrumentalisieren möchtest, oder was ist, ne? Nee, ich möchte Querflöte studieren. Ach, guck mal an, du bist Musikerin. Ja, also ich möchte es werden, sagen wir so. Na, aber du musst ja, also man muss ja dann schon, man muss schon, an einem Konservatorium möchtest du aufgenommen werden oder an einer Uni? An der Hochschule, ja. Wo denn? Entweder in Hamburg oder in Berlin. Oh, Hamburg. Ist das da immer noch am, sag mal schnell, Roten Baum? Ja. Ne, also wo auch die Schauspieler sind? Genau da, das ist die gleiche Schule. Genau, da habe ich mal, die Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule mitgemacht. Und hast du bestanden? Bitte? Hast du bestanden? Ja, die Frage beantwortet sich davon alleine, oder nicht? Okay, ja, hast recht. Natürlich nicht. Natürlich habe ich nicht bestanden. Weißt du, ich kam da an, ne? Sonst wäre ich nicht mehr im Radio, sonst würde ich kein Geld verdienen, sag ich mal so, genau. Wenn ich damals bestanden hätte. Ich bin damals angekommen, bin ich wahnsinnig gut vorbereitet. Ich weiß noch, ich weiß gar nicht mehr, was ich vorbereitet hatte. Ich hatte, glaube ich, 7 oder 8 Stücke vorbereitet und war richtig energisch und wollte wirklich richtig guter Schauspieler werden und so. Und dann kam ich da an, ganz normal mit irgendwie Kapuzenpulli und uncoolen Schuhen und so. Und dann war ich da in diesem Vorraum, wo alle Schauspielschüler und alle Aspiranten für diese wenigen Plätze an der Schauspielschule standen. Und da waren halt ultra krasse, super gut aussehende Frauen. Super gut, also so schöne Frauen habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und Männer, die im Kostüm da standen, so mit so Hüten mit Federn dran und mit Degen und so. Und ich kam dann einfach so in Zivil und dachte so, alles klar, das ist wohl schon vor der Aufnahmeprüfung gelaufen, hier die Nummer. Das kannst du voll vergessen. Ja, und dann, weißt du, dann ich war in Berlin, in München, in Hamburg und Hannover habe ich mich beworben und bin dann in Berlin und München und Hamburg natürlich durchgefallen. Und als ich dann nach Hannover gefahren bin zur Schauspielschule, da stand ich vor der Tür und habe gedacht, so, jetzt mal ganz scharf überlegen, gibst du jetzt nochmal diese Demütigung, dass ich da das sind so viele ultraschöne Frauen und Männer in Verkleidung, gibst du dir das jetzt nochmal oder gehst du einfach nach Hause und machst was Vernünftiges? Und dann bin ich einfach nach Hause gefahren und habe meine Schauspielambitionen über Bord geworfen. Oh, ja, ist das vom Radio? Ja, gut. Ist so ähnlich, ist halt nicht ganz so cool und so, aber dafür verdient man halt regelmäßiges Geld. Ja, weißt genau. Ich kann wenigstens meine Miete bezahlen, die 200 Euro hier im Altbau. Dann kannst du machen, was du willst. Das stimmt nicht. Ich habe hier strenge Aufsicht. Die Bianca, die Frau mit der neunschwänzigen Peitsche, die mir ab und zu am Ende der Sendung auf den Rücken schlägt, dass mein Tupac-Tattoo anfängt zu bluten. Das ist nicht schön. Ach so. Oh. Aber du möchtest, das finde ich, jetzt kommen wir ein bisschen ab vom Thema, aber ich finde das interessant, weil du musst dich natürlich auf eine strenge Aufnahmeprüfung vorbereiten, wenn du Querflötistin bist. Ja, natürlich. Ja, ich weiß. Und auch dein Leben ist dann eher geprägt von, ich sag mal, finanzieller Not erstmal. Ja, ich weiß. Also als Querflötistin, das ist natürlich ein schöner Job, aber ich behaupte mal, das ist jetzt nicht was, wo man unmöglich viel Geld verdienen wird in Zukunft. Nee, wenn man im Orchester kriegt man ganz normales Geld, wenn man im Orchester ist. Das ist eine ganz normale Festanstellung, ne? Du bist eine also künstlerisch festangestellt und reist zum Beispiel mit dem Orchester durch die Gegend. Genau, das ist dann viel chilliger als ein normaler Beruf. Spielst du jetzt schon im Orchester? Irgendwie Jugendsymphonie oder so? Nee, ich mache aber Wettbewerbe. Solo oder mit einer Gruppe zusammen? Solo und Gruppen, das kommt immer auf Jahr an, das ist immer unterschiedlich. Bist du denn eine Muckerin oder bist du schon orchesterorientiert? Ich will später ins Orchester gehen. In so ein großes Sinfonieorchester? Ja, NDR-Sinfonieorchester. Wollte ich gerade vielleicht NDR-Sinfonieorchester, dann in das WDR-Sinfonieorchester. Das ist natürlich sehr schön. Ich kenne das vom WDR, natürlich ganz tolle Proberäume, wirklich vernünftig bezahlt und man reist durch die ganze Welt, ne? Ja,
natürlich. Beim NDR kommt man ja irgendwann mal in die Elbphilharmonie, wenn man Glück hat. Wenn die irgendwann mal fertig ist. Ja, ja, genau. Wie ist eigentlich der Stand der Dinge bei der Elbphilharmonie? Gibt's die, also ist da überhaupt schon ein Stein angefangen aufeinander? Haben sich da schon zwei Steine ja, ja. und ein bisschen Mörtel vereint? Oder wie ist der Stand sind der schon Dinge? Es sind schon drei geworden. Mhm. Aber ey, das dauert noch mindestens 2 Jahre. Und was ist nochmal genau das Problem für den Laien von außen? Warum wird die Elbphilharmonie nicht fertiggestellt? Kein Geld. No, komisch. Aber ist Hamburg eigentlich eine reiche Stadt? Ja, ja, ich weiß auch nicht, wieso. Mhm. Naja. Habe ich überschätzt, keine Ahnung. Da klauen die Kohle, ich weiß nicht. Was wäre, wenn? Das ist ja das Thema der Sendung und du hast ein eigenes Was-wäre-wenn mitgebracht, ne? Ja, ich hab mir überlegt, was wäre, wenn es keine Religion gegeben hätte? Oh, wenn es nie Religion gegeben hätte. Also wenn die Menschen von vornherein immer schon aufgeklärt und rational denkend wissenschaftlich überlegen würden. Wir wären dann jetzt schon viel, viel weiter. Ja, ne? Wir könnten alle schon fliegen. Mhm. Naja. Na, wir können ja, also jetzt, wir können ja schon fliegen, das ist ja schon... Ja, aber so eigenständig. Mhm. So selbst, weißt du? Mhm. Das wäre doch voll cool. Mhm. Es gibt gar keine Kriege mehr, also keine religiösen Kriege mehr. Es würde vielleicht dann Technikkriege geben oder Philosophie. Also ich meine, es gibt ja immer noch, die Philosophie gibt es ja immer noch. Da könnte man sich immer noch weltanschauungsmäßig die Köpfe einschlagen. Ja, aber das sind ja nur Philosophen, die machen ja nichts. Oder verschiedene Wirtschaftsmodelle. Es gibt ja auch nicht nur Kriege wegen Religion. Ja, natürlich, aber das ist einfach, wenn man, stell dir mal vor, es gibt überhaupt keine Religion, das wäre komplett anders, das ganze Menschendenken, alle würden anders. Was würden wir denn für Feiertage haben? Also wir würden in Deutschland relativ wenig, Tag der Deutschen Einheit, was fällt dir sonst noch ein? Nicht religiöse Feiertage, Tag der Deutschen Einheit ist einer und dann? Tag der Arbeit. Tag der Arbeit, genau, stimmt, der zweite. Silvester gibt's auch. Aber Silvester ist schon fast grenzwertig, weil unsere ganze Zeitrechnung ja irgendwie auf der Geburt Jesu Christi beruht, ne? Ja, aber wir würden trotzdem, glaube ich, eine Zeitrechnung haben. Ja, stimmt, aber wäre sie dann auch so? Die Menschen davor hatten doch bestimmt auch eine. Ja, hatten sie. Ja. Die Maya zum Beispiel haben ja herausgefunden, dass die Welt untergeht am 21.12. Ja, ja, genau. Und waren die Maya waren ja schon wieder intelligenter als wir. Genau. Das ist interessant, dass man dann, dass Gesellschaften dann zwischendurch wieder relativ dumm werden. Also dass es so Momente der Hochkultur gibt, auch so historisch, und dann die Leute einfach wieder mal jahrhundertelang totale Finsternis intellektuell walten lassen. Das ist echt alles wegen Religion. Ist das so? Also ja, natürlich, ja klar. Ja, das Mittelalter natürlich das war ja stark religiös. Ja, natürlich. Das dunkle Mittelalter. Ich frage mich, wo wir eigentlich auf dem Weg hin sind. Wieder in so eine Zeit der Dummheit, der dunklen Dummheit? Oder ob wir immer weiter in Richtung Erleuchtung uns gerade bewegen auf der Zeitleiste? Ich weiß es gar nicht, weil zum Beispiel Fernsehen wird ja jetzt auch wieder unpopulärer. Zum Beispiel, ich weiß nicht, mit dem Internet, mit der ganzen Sicherheit, ob die Menschen da wieder eher zurückgehen. Schwer zu sagen, oder? Aber guck mal, allein das Internet ist also so eine derartige Informationsrevolution und auch eine Revolution der Diskussionskultur und eine die Offenheit hat jetzt Einzug gehalten. Einerseits, andererseits sind natürlich auch relativ viele dumme Leute da unterwegs, die diese Offenheit missbrauchen und dann irgendwelche, zum Beispiel so Evolutionskritik, was vor 20 Jahren, glaube ich, noch völlig unvorstellbar war. Mittlerweile gibt es ja junge Leute, die Sachen sagen wie, die Erde ist 6000 Jahre alt und die Dinosaurier haben mit den Menschen zusammengelebt und alles wurde von einer Person sich ausgedacht. Und mit Knete gemacht, zusammengeknüllt und alles, was wichtig ist, steht in einem Buch und das hat Gott geschrieben. Ja, ja, das ist echt, sogar in meinem Alter denken das die meisten Menschen, also viele. Viele Leute denken das, ne? Das ist richtig schlimm, ist das, finde ich. In Amerika ist ja richtig schlimm, also total. Mhm. Oder auch den Ostländern da, Arabien und so. In den Ostländern, Arabien und so, ne? Ist auch egal, Caro, es ist spät. Aber schön, dass wir telefoniert haben und sorry, dass es jetzt so viel am Anfang um Querflöte ging. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Flöten. Ich auch, ich dir auch. Ich wünsche dir auch viel Spaß bei der Late Line. Ich kann Blockflöte spielen, aber nicht so richtig. Blockflöte ist ganz schlimm. Das ist so schlimm, das Instrument. Kann man verbrennen. Das ist das Schöne bei einem Blockflöten, man kann sich auch verbrennen. Querflöten verbrennen ist schwierig. Ja, aber Blockflöte, der Ton, geht gar nicht. Ja, ich frage mich, wenn man Blockflöten verbrennt, ob dann nochmal so ein letztes aufbäumende... So ein letztes Pfeifen da nochmal rauskommt. Ja. Meine liebe Caro, Gruß nach Hamburg und nach Frankfurt auch, wenn du magst. Kann ich auch noch so Tickets haben für Frankfurt? Ja, aber für was? Für Frankfurt oder für Hannover? Für Frankfurt. Caro, bleib bitte in der Leitung. Du bekommst Karten und dann sehen wir uns
in Frankfurt am 29. November, in einem Monat schon. Ja, oh. Es kann sein, wie gesagt, dass es sehr langweilig wird auf der Late-Line-Tour, weil wir sind ja 2 Stunden sowohl im Radio als auch im Internet als auch im Fernsehen zu sehen. Hallo? Und was, wie, hallo? Achso, du warst gerade weg. Nee, ich bin noch da, weil wir sind ja, weißt du, wir sind ja in allen Medien zu sehen und es kann sein, weil wir haben auch keine, ich habe auch keine Bühnenshow geplant. Und ach, zwar wegen, dann machen wir was. Wegen kein Geld. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, liebe Late-Line-Freunde, dass ihr kommt und dass wir gemeinsam eine Bühnenshow machen. Also bringt ruhig irgendwie bengalische Feuer mit, ein bisschen Pyrotechnik. Das wäre sehr nett. Mach ich. Grüß die Leute, die im Hintergrund da rumkichern, ne? Ja, meine Schwester. Ja, grüß deine Schwester, ne? Die ist das. Ja, mach ich. Tschüss, grüß okay. Hamburg, ne? Tschüss, deine Schwester, ciao. Ciao. 0880 5x5 ist die Telefonnummer und es geht um das Thema Was wäre wenn. Timon ist 17 Jahre alt, er kommt aus Hamburg. Hallo. Hallo, Timon. Darf ich einen Witz machen, bevor es losgeht? Ja, klar. Ja, ich weiß, Timon und Pumba, echt. Schade. Wo ist Pumba? Ja. Circle, circle of life. Ja, ich habe das 17 Jahre miterlebt. Ja, aber du wurdest nicht nach Timon aus Timon und Pumba benannt, ne? Nee, ich glaube nicht. Aber ist der Film wirklich schon 17 Jahre alt, der König der Löwen? Könnte sein, ne? Also der ist schon ganz schön alt. Warte mal, ich guck mal eben. Es wäre natürlich erschreckend, wenn er schon 17 Jahre alt wäre. König der Löwen. 1994, klar, der ist schon 17 Jahre alt. Sogar schon, 18 Jahre alt. Ja, und mein Lieber, der ist genau so alt, dass ich glaube, dass seine Eltern den Film gesehen haben und den Namen Timon ganz gut fanden. Das kann durchaus sein. Der ist 1994 und wann bist du geboren? 1995, ne? Ja. Sorry. Aber gut, dass du nicht Simba genannt wurdest. Oder Mufasa oder so. Oder Rafiki. Okay, das wäre echt richtig scheiße. Oder Zazu. Ja, das wäre auch nicht so geil. Eieieiei. Naja, ist ja auch egal. Namen sind Schall und Rauch. Man soll sich nicht mehr Namen lustig machen. Du bist Kitesurfer, hobbymäßig. Ja. Erklär uns alten Leuten, was Kitesurfing ist. Erklär mal, was ist das? Kitesurfen ist, also man hat ein Board. Was ist ein Board? Ein Brett mit Schlaufen dran und das kommt halt an die Füße. Und dann hat man einen Drachen, der ist mit dem Trapez am Bauch befestigt und damit lässt man sich halt vom Wind durchs Wasser ziehen. Und man kann auch, wenn man es richtig gut kann, sich quasi mal in die Luft ziehen lassen. Es ist körperlich sehr anstrengend, es ist auch relativ gefährlich, ne? Gefährlich, ja, auf jeden Fall. Also wenn man nicht vorsichtig ist, auf jeden Fall. Und anstrengend, ja gut, wenn man gut trainiert ist, dann geht's. Aber hast du schon mal einen Unfall gehabt beim Kitesurfen? Ja, gerade neulich, leider. Was ist passiert? Ich wollte halt meinen Kite starten, also man braucht halt immer eine zweite Person, damit das funktioniert. Mhm. Zumindest beim Starten. Und dann waren die Leinen halt verdreht und der Kite ist halt unkontrollierbar durch die Luft geflogen und dann bin ich halt auf den Deich geknallt und der Kite war kaputt und all sowas, weil der im Baum geflogen ist und das war nicht so geil. Mhm. Ja, mir hat nichts passiert und das fand ich nicht so schlimm. Wie oft kannst du Kitesurfen? Du wohnst in Hamburg, das heißt, du bist oft am Meer. Na, fast. Also ich wohne eigentlich in Hamburg, aber ich gehe in St. Peter-Ording, weißt du, wo das ist? Ja. Ich, ganz im Ernst, ich habe da mehrmals schon Urlaub gemacht. Also ich war jetzt in St. Peter-Ording, glaube ich, 4-mal. Da ist dieser Riesenstrand, genau. Also nicht St. Peter-Ording, sondern ich war in St. Peter-Dorf. Ja, ich zähle immer, wenn ich mit anderen Leuten spreche, immer von St. Peter-Ording, weil... Also ich bin gerne in St. Peter-Dorf und das ist auch übrigens da, habe ich mir die legendäre Geschichte, habe ich mir die eine Nierenentzündung geholt, weil ich mir dieses komische Schwimmbad gesetzt habe, weil an einem Tag schlechtes Wetter war und da irgendwelche komischen Viren durch meine Harnröhre, durch das Glied in meine Niere reingelaufen sind. Und da habe ich ganz viele schlimme Entzündungen bekommen. Dadurch. Und ich finde es toll, wenn man da mit dem Auto in St. Peter-Ording auf den Strand fährt und man dann diese, weißt du, wenn man da rauf fährt mit dem Auto und bis man parken kann, hat man ja bestimmt, sagen wir mal, 600 Meter Sand und wenn man alleine später kommt und alleine darauf fährt, kann man ja mit dem Auto ganz schön viel Quatsch machen da, ne? Ja, das ist richtig geil. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich gehe da aufs Internat, deswegen, ich wohne gar nicht mehr in Hamburg. Ach so, okay, also du bist quasi jeden Tag am Strand. Genau, und ich war halt jetzt seit den Sommerferien, also in Hamburger Sommerferien war ich jetzt bestimmt 50 Mal auf dem Wasser oder sowas, dann ist halt super. Super geil. Ich mache halt auch da Urlaub, ich wohne da, wo andere Urlaub machen. Sehr praktisch, sehr, sehr praktisch. Sehr geil. Mhm.
Ich mache da Arbeit, wo andere Leute ihre Freizeit, in ihrer Freizeit ihre Ohren reinhalten. Ist auch manchmal. Denkst du es auch manchmal? Das auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, ne? Muss man das, ja. Das lernt man dann erst zu schätzen, wenn man da mal drüber nachdenkt. Dass es ja. Natürlich auch ganz, ganz großes Glück ist, ne? Dass man da so, dass man da wohnt, wo andere Leute Urlaub machen, wohnt. Ja. Aber dass man da arbeitet, wo andere Leute, quasi ihre Freizeit mit verbringen. Ist auch nicht schlecht. Ja. Muss man sich auch mal reinziehen. Das ist auch mal ein krasser Gedanke eigentlich. Ja, schon. Ja. So, Timon, jetzt kommen wir zu deinem Was-wäre-wenn. Erzähl mal. Ja, mein Was-wäre-wenn wäre, also ist, wie das wäre, wenn man über Nacht oder über einen Tag mal so berühmt werden würde. So halt irgendwie übers Radio, übers Fernsehen oder was weiß ich. Mhm. Und das interessiert mich halt besonders, weil ich halt selber Kitesurfe und ich fahre halt nächstes Jahr bei dem Meisterschaftscup in St. Peter-Ording mit für Kitesurfen und mich interessiert auch mal, wie das so wäre, wenn man halt irgendwie dann einfach mal von irgendjemandem entdeckt wird und dann halt ja bekannt wird. Ist denn Kitesurfen, sagen wir mal, ein Sport, der theoretisch jemanden prominent machen könnte? Also gibt es so prominente Kitesurfer, die wirklich Stars sind, dass man sie auch über die Kitesurf-Szene hinaus kennt? Was heißt über die Kitesurf-Szene hinaus? Also klar, wenn man irgendwie von so Surfern redet, die wirklich richtig bekannt sind, dann schon, aber es ist halt nicht so, dass man, klar, nicht so wie David Guetta oder sowas, das ist halt einfach eine andere Dimension, aber es ist schon, mich würde das schon so mal reizen, wie das so wäre, wenn man dann einfach mal bekannt wird und irgendwie einfach mal, wenn man irgendwie im Internet irgendwas schreibt, die ganze Welt einen hört oder sowas oder einen kennt und das, glaube ja. Ich, ist schon ganz schön interessant. Und ist es die einzige Möglichkeit für dich, nur mit Kitesurfen berühmt zu werden oder könntest du auch, sagen wir mal, mit intellektuell anspruchsvollerer Arbeit, mit Worten oder sowas berühmt werden, dass du das vielleicht anders erfahren könntest? Durchaus. Es war ja nicht auf Kitesurfen unbedingt bezogen. Kannst du noch was anderes? Bist du schauspielerisch begabt oder? Ich kann ein paar Musikinstrumente spielen, aber auch nicht so richtig. Und was willst du denn mal werden, wenn du nicht Kitesurfer wirst eines Tages? Ich wollte vielleicht Sport studieren, also Sporttheologie. Sporttheologie? Ja, das ist die Theorie der Sport. Ach so, Theorie. Ja, also das heißt aber irgendwie so Sporttheologie oder sowas. Sporttheologie ist, glaube ich, die Sporttheologie ist, glaube ich, das Fach von, wie man die Religionslehre und körperliche Betätigung zusammenbekommt. Irgendwie das finde ich, aber ganz relativ interessant. Ist ein relativ neues Studienfach, aber ja. Es gibt es an einigen Unis, das wird schon wird an einigen Unis unterrichtet. Genau. Ne? Das hat mich mal interessiert. Ja. Also ich bin mir da nicht sicher, aber das fand ich ganz reizvoll, dass man da mal irgendwie sich mal mehr erkundigt und vielleicht erst mal später anzieht. Was wäre, wenn man berühmt wäre, du? Ich weiß es auch nicht. Ich kann nur hoffen, dass du es vielleicht mal erfährst und dass du dann alle Fragen, die du hast, am eigenen Leibe klären kannst, ne? Oder mit eigenen Erfahrungen decken könntest. Ja. Ja. Mein Lieber, ich muss jetzt aufhören, weil ich habe jetzt gerade noch, ich muss mal den Kite starten. Und außerdem ist der Alex in der Leitung. Also tschüss, Timon. Kann ich noch Karten bekommen? Für Hannover ist das dann aber, ne? Dann, genau. Das ist der letzte, also die Late Line Live Tour ist das letzte Mal in Hannover am 20.12. Das ist der letzte Auftritt und da, wenn ja. Du da hinfahren magst, ist natürlich, aber denk an Pete, der ist nämlich weise, weil er schon 47 ist und er sagt, wenn du da nicht wirklich hin willst oder hin kannst, doch, am 20.12. Ich will da hin und ich kann da auch hin. Aber du weißt, dass die Sendung um 23 Uhr beginnt, das ist also spät und du musst dann in Hannover irgendwie übernachten, ne? Ich weiß. Okay, das ist auf deine Verantwortung. Dann bleib bitte dran und dann kriegst du gleich eine Karte plus eins, mein Lieber. Jo, super. Ciao, Sie. Tschüss. 0880, 5x5. Was wäre, wenn, ist das Thema. Und bevor wir mit Alex aus Königslutter sprechen, Kai, jetzt kommt dein Einsatz. Würde ich gerne ganz kurz einen Song machen, weil um die Spannung zu erhöhen, weil ich möchte danach was ganz Spannendes erzählen, was ja, wo ihr alle richtig euch schon drauf freuen könnt, was das ist. Aber ich muss vor allem ganz kurz mal im Pipi. Ihr hört die Late Line, es ist 0.49 Uhr. Ich musste gerade einen Song spielen, weil ich kurz Pipi musste. Ist ja was völlig Menschliches. Was wäre, wenn ich in der Sendung mal ganz dringend das Bedürfnis verspürte, auf Toilette zu müssen, dann sag ich einfach dem Kai, ey Kai, auch wenn du Kopfschmerzen hast, drück mal auf Play und drück Kai auf Play und dann gibt's einen Song und dann gehe ich kurz Pipi machen. So einfach ist das. Ist halt eine Talksendung, manchmal zwei Stunden halte ich das nicht durch, ich werde auch älter. Und wie gesagt, Grano Fink nicht genommen heute, ne? Alex, 20, Königslutter, hallo. Jawohl, Mahlzeit. So, was ist denn hier los? Wir haben heute Helmstedt, Königslutter, wir haben Langenhagen. Das ist heute die A2-Ausgabe der Late Line. Ja, wahrscheinlich, ne? Unglaublich. Ja, alles in der Nähe, hast du recht. Alles irgendwie in der Nähe. Wie geil die hat, mein Lieber. Wie ist die Stimmung bei euch in Niedersachsen? Ja, sehr gut eigentlich. Das Wetter spielt noch mit, ne? Auch wenn ich den ganzen Tag arbeiten bin, aber. Ja. Was arbeitest du? Was arbeitest du beruflich? Was machst du? Ich bin Koch. Ah, haben wir schon mal telefoniert? Nö. Es rufen viele Köche an. Ich habe eure Sendung zum ersten Mal. Echt? Ja, es rufen viele Köche an, viele Leute aus dem Pflegedienst und viele Verrückte, also nebenbei auch.
Ja gut, das gehört ja meist dazu als und, Koch, ne? Auch, und viele, ja, das stimmt wirklich. Ich kenne viele Köche aus der Spitzengastronomie, die alle so alt sind wie ich, so 30 oder so, die sich gerade hocharbeiten in richtigen Top-Restaurants. Und ich behaupte mal, die sind alle total verrückt. Ja, musste sein, ganz ehrlich. Ich arbeite auch in einer Sterneküche, also verrückt muss man sein, ja, weil anders geht's. Wie viele Sterne habt ihr? Ein. Einen. Aber ja gut, aber das ist, ein Stern ist kein besserer, ist ein guter Anlass. Es gibt was zu feiern, aber es gibt halt nicht richtig krass was zu feiern. Und drei Sterne ist quasi alle 3 Jahre mal und so. Aber ein Stern ist schon nicht schlecht. Und das Restaurant ist auch in Königslutter, in Hannover oder was? In Wolfsburg. Ah, gibt's ja nur eins da, oder? Ist doch in der VW-Stadt. Das ist Ritz-Carlton, was du meinst. Das ist 3 Sterne, Sven Everfeld, genau. Aber da arbeite ich nicht. Ach so, okay. Ah, okay. Egal. Wohnst du auch in der WG eigentlich? Bist du in der Sternekoch-WG? WG, nee. Was machst du denn? Was machst du in der Küche? Ich bin Entremetier, also ich bin für alle Beilagen zuständig in der Sterneküche. Und die nächste Beförderung ist dann welcher Posten? Bleibt der Posten quasi, wurde jetzt auch befördert, aber halt als Postenchef. Okay. Und gibt es da die Möglichkeit, eines Tages mal selbst einen Laden zu schmeißen oder muss man dann immer, gibt es dann irgendwann, ist quasi irgendwann Schluss mit Aufstieg und dann musst du das Restaurant wechseln oder das Restaurant, wie der Profi sagt, und dann woanders hingehen? Ja gut, das ist jedem selbst überlassen. Das Restaurant möchte ich persönlich auch gar nicht leiten, aber da gibt es ja einen und da gibt es auch wahrscheinlich noch Nachfolger, aber ich sage mal so, na klar, die Aufstiegsmöglichkeiten sind als Koch immer da und irgendwann kann man sich auch selbstständig machen, dafür muss man nicht was gelernt haben. Ne? Ja. Ist es denn noch deine Ambition, später in der Sterne-Gastronomie zu bleiben oder möchtest du irgendwann einfach eine ganz normale Kantine aufmachen? Eigentlich möchte ich kein Sternkoch mehr sein, weil du prügelst, also in der Sterneküche nicht unbedingt, weil du prügelst einfach nur die Stunden runter und naja, es ist halt so, ne? Es ist wahnsinnig anstrengend, also auch die Ausbildung ist ja wahnsinnig anstrengend. Ja, da gebe ich dir recht. Das muss ich schon sagen. Aber naja, gut, man prügelt die Stunden runter auch in der Sterneküche und gut, gedankt wird es einem nur mit dem guten Ruf im Endeffekt. Ja, aber letztlich, wenn du die Perspektive hast, quasi als wirklich Sternekoch oder in diesem Bereich, natürlich als total Verrückter, weil du musst deine ganze Freizeit da rein investieren. Und man muss wirklich wollen, ist ja kein Beruf, ist ja eher ein Hobby oder eine Berufung, ne? Genau, eine Berufung, mehr so eine Passion, genau. Aber jeder sieht das anders. Und das Ding ist halt so, als jemand, der was erreicht hat in der Gastronomie, der hat halt keine Freizeit mehr. Das ist auch so eine Sache, wo jeder selber sagen muss, möchte ich das nicht. Ja. Und so Fernsehkoch wäre auch nichts für dich. Nee, so eine Berühmtheit möchte ich eigentlich nicht sein. Was wäre, wenn ist das Thema heute, Alex? Mein Thema, wenn, ist denn, wie ist es eigentlich, wenn unsere Spritpreise noch weiter steigen? Das würde mich mal sehr interessieren, weil wir haben viele Pendler, davon gehe ich aus. Wir haben sehr viele Pendler, auch ich muss jeden Tag 27 Kilometer zurücklegen, eine Strecke, und da frage ich mich auch, was wäre denn, wenn wir die Spritpreise bei knapp 2 Euro hätten? Was macht die Bevölkerung dann? Gehen wir auf die Straße, wenn ich sehe, andere Länder, die Griechen oder die Portugiesen, die drehen durch, die gehen wegen jeder Kleinigkeit auf die Straße. Klar, wir meckern auf sehr hohem Niveau, und in Deutschland geht's gut, das streite ich nicht ab. Das Ding ist, die Leute werden, die gehen auf die Straße und regen sich natürlich auch auf. Benzinwut ist ja das Thema seit eigentlich immer schon, es ist immer zu teuer, das Benzin. Aber die Wut wird sich immer gegen das Benzin richten, und weil die Leute dann nicht so schlau sind, mal zu überlegen, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, sich so teures Zeugs in den Wagen einzufüllen, ob man nicht einfach überlegt, ob es nicht Autos geben könnte, die anders angetrieben werden, wo es vielleicht einfach ein bisschen oder wesentlich günstiger ist. Das gibt's ja schon, was Ding ist einfach, solange wir alle noch Benzin und Ottomotoren fahren oder Diesel, da sagen wir immer noch, ja gut, funktioniert alles, ne? Da sagen dann auch die Entwickler nicht, warum sollen wir jetzt unsere Elektromotoren auf den Markt schmeißen und unsere Batterien, die, weiß ich nicht, 200 Kilometer halten, brauchen wir ja gar nicht, weil die Nachfrage nicht da ist. Ja, vielleicht fängt man dann wenigstens erstmal an, zum Beispiel Geschichten zu machen, wie mit mehreren Leuten im Auto zu fahren oder dass sich Fahrgemeinschaften zusammentun, weil ehrlich gesagt, alleine im Auto fahren und jeden Tag so viele Kilometer reisen, ist natürlich auch eigentlich sinnlos, wenn es viele Leute gibt, die gleiche Richtung haben, und das würde natürlich zum einen die Autobahnen entlasten und zum anderen auch die Umwelt, und vor allen Dingen wäre es auch günstiger, ne, wenn man sich da aufteilen würde. Na sicher, für alle Beteiligten wäre es auf jeden Fall günstiger, sicher. Ich meine, es tut sich natürlich nicht immer auf, die Arbeitszeiten sind nicht mal dementsprechend, gerade wie ich als Koch, ne, ich habe fange mittags an und habe dann Open End, ne, wenn die Gäste sagen, ja, wir möchten noch Dessert essen um 10:30, ja, dann gibt es noch Dessert um 10:30, ne? Ja. Was willst du da machen? Das sind halt alles so eine Sachen, und ich weiß gar nicht, wie das bei uns ist. Wenn ich jetzt sehe, die Griechen, die Frau Merkel kommt dahin, wir Deutschen bieten denen Hilfe an wirtschaftlicherweise und sagen, pass auf, wir schicken euch Spezialisten, die helfen euch, die Wirtschaft aufzubauen. Da stellen die sich auf den Markt und verbrennen Flaggen von uns. Das kann ich zum Beispiel auch nicht verstehen. Das ist ja nochmal eine ganz andere,
eine ganz andere Situation da. Das ist ja nicht vergleichbar mit Deutschland. Also ich glaube nicht, dass die Benzinpreise so hoch steigen können, dass Leute hier eine Revolution ausrufen oder dass die Wirtschaft, also ich meine, wir können es ja bezahlen. Entschuldigung. Oh, ich muss niesen, ich habe wieder an Hannover gedacht. Oh, verdammt nochmal. Nee, weißt du, ich glaube nicht, dass die sind zwar immer sauer und latent böse oder so, und ich glaube, es wird auch nie passieren, dass sie dann einfach die Konsequenz ziehen und sagen, wir kaufen einfach nur noch Elektroautos. Die fahren dann halt nicht mehr 200 erstmal, aber das wird sich auch ändern, sondern die fahren dann wieder erstmal nur 100 und man muss sie andauernd an die Steckdose bringen, aber es würde, theoretisch wäre das ja möglich. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie in Wut ausarten wird, in so richtiger, echter Wut wie in Griechenland. Genau, das ist aber, das finde ich schon wieder, ist das Problem, warum sagen wir Deutschen nicht einfach mal, pass auf, uns reicht einfach mal. Klar, ich meine, uns geht's gut, braucht man nicht abstreiten. Ich meine, hier gibt's Armut, okay, das streite ich nicht ab, aber den meisten, über 90%, denen geht's hier gut, ja. Die können leben. Ja. Das ist in anderen Ländern nicht so, das sehe ich genauso, aber irgendwo finde ich es doch traurig, dass wir Deutschen nicht langsam mal wach werden und sagen, pass auf, so geht das nicht weiter. Mhm. Also irgendwo muss ja mal Schluss sein. Ich meine, gut, 1,70, 1,74, okay, wir tanken das trotzdem, ne? Vor 2 Jahren waren es noch 1,50. Mhm. Da finde ich, irgendwo ist auch mal eine Grenze erreicht und das geht ja alles nur an die Steuergelder. Und wenn ich dann sehe, dass irgendwo Brücken gebaut werden für 6 Millionen, die keine Anschlussstraßen haben, da fasse ich mich auch an den Kopf und sage, warum? Alex, ich finde es gut, dass diese Sendung heute mit so einer Benzin-Wut-Brandrede von dir zu Ende geht. Ich muss leider jetzt sagen, ich könnte mich stundenlang weiter mit dir unterhalten, aber das geht nicht, weil die Sendung jetzt wirklich vorbei ist. Vielleicht rufst du beim nächsten Mal nochmal an und ich freue mich sehr, dass du durchgekommen bist und dass du dich und deinen Hass auf die steigenden Benzinpreise hier mal artikulieren konntest, gebührend. Ja, genau, das muss auch mal sein. Ne? Genau, einer muss mal das Ventil aufmachen und ein bisschen den Ärger rauslassen. Kopf fast, genau, damit genau. Mal alle sagen, pass auf, was ist hier eigentlich los? Ich hoffe, dass du nicht allzu sehr nach Frittierfett riechst und dass du auch ungeduscht einschlafen kannst. Ich war schon duschen, gehe ich mal auf Arbeit, aber danke. Okay, dann hab eine schöne Nacht und halt durch in der Sterne-Gastronomie und eines Tages machst du mal einen lauen Lachs, wenn du durch bist mit den Lehrjahren quasi, in denen du ja immer noch bist. Also man ist ja mit Anfang 20, mit 20 bist du immer noch in der Gastronomie, in den Lehrjahren bist du immer noch. Naja, klar, das bleibt erstmal nicht auch, wenn man ausgelernt ist, ne, die paar Jahre muss man noch mitnehmen. Gruß nach Königsmutter, vielen Dank für deinen Anruf, ne, tschüss. Ja, wunderbar, schönen Feierabend, mach's gut. Tschüss, tschüss. Ciao. Das war die Late Line vom Donnerstag, den 18. 19. Oktober 2012. Mein Name ist Jan Böhmermann, ich bedanke mich recht herzlich bei Nina, bei Daniela, bei Bianca, bei Tarek, bei Kai, bei Martin und bei Jan für die Unterstützung, die redaktionelle, weil ohne das Team wären wir hier gar nichts. Ne? Das ist so. Wenn ihr Informationen wollt zur Late Line Live Tour, hört weiter MDR Sputnik, hört Enjoy, hört Bremen 4 das Ding habe ich vergessen? UFM, genau, natürlich. Da gibt's alle Informationen dazu, mehr sonst auch nächste Woche in dieser Sendung. Karten könnt ihr gewinnen und ich hoffe, wir sehen uns alle dann live, aber wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche bei einer freien Themennacht wieder an dieser Stelle. Gute Nacht. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Bremen 4 UFM 103.7 unser Ding, das Ding Enjoy On3 Radio und MDR Sputnik. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback latelein.de.